guten Start ins neue Jahr. Hi, na, wie ist die Lage? Hallöchen. Ach, hallo. Ja, erstmal ein frohes Neues gewünscht an euch und alle da draußen. Schönen guten Tag. Frohes Neues. Frohes Neues. Oder war das zu laut und energetisch, weil alle jetzt einen Kater haben von gestern vom Feiern? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man ja auch heute ein bisschen flüstern. Hä? Hier trinkt doch keiner. Keine Kater. Ich auch nicht. Mir geht's super. Es trinkt doch überhaupt gar keiner. Was ist das für ein Quatsch? Niemals. Ach, das ist doch völliger Tünnif. Das macht kein Mensch. Habt ihr getrunken? Der Einzige, der getrunken hat, ist Slappy. 20 Bier. Ein Gin Tonic habe ich getrunken. Ach so. Ein, ja? Ja, ein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie Hacke warst du? Null. Echt? In keinster Weise war ich Hacke. Also von einer Stufe von 1 bis 0? Was, von 1 bis 0? Ja, genau, von 1 bis 0. War ich gar nicht der Fall. 2. Von einer Skala von minus 5 bis 0? Das beantwortet wohl am besten diese Frage. Also auf einer Skala von 1 bis 0. Ja, es war witzig. Wir hatten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oh Mann. Sally ist ein Roboter. Oh Gott. Ja, da ich nie trinke, habe ich gestern auch nichts getrunken. Also von daher, mir geht's super. Also noch nicht mal zum Anstoßen irgendwie einen Sekt oder so. Tatsächlich gar nichts. Nee, ich auch nicht. Aber wir haben ein bisschen Prosecco getrunken. Oh. Meinst du das mit dem, wo Stefan gekleckert hat, oder? Alter Falter. Das war doch mal locker schon 3 Promille, oder? Locker. Nö. Aber er war gut zurecht gemacht. 3 Promille. Stefan war echt gut dabei. Der hat bestimmt gut geschlafen. Der hat bestimmt gut geschlafen, oder? Naja. Sehr gut. Zwischenzeitlich sind wir so mal kurz auf die Couch, weil der Weg zum Bett zu weit war, um zu leiden. Aber so zu spät Nachmittagszeit. Ja, es war einer dieser Tage, wo man sagt, hab dann auch mal wieder, ja, ne? Gibt Alkohol und der kann jetzt auch mal ganz lange wieder nicht mehr da sein. Man verträgt ja auch nichts mehr. Umso älter du wirst, umso seltener du was trinkst, umso weniger brauchst du, um überhaupt noch, ne? Ja, gut, da kann ich jetzt ja Geschichten aus dem Altersheim erzählen. Früher hast du 3 Tage gesoffen und dir ging es super. Heute trinkst du einen Tag und du bist erstmal 3 Tage krank. Das ist der Grund, warum ich dann irgendwann nichts mehr getrunken habe, weil einfach die Zeit danach einfach RIP ist und zu schade, sie einfach wegzuschmeißen. Nee, deswegen irgendwie kann auch ohne feiern und lustig sein. Deswegen mittlerweile trinke ich echt gar nichts mehr. Ich brauche heutzutage überhaupt nicht mehr zu trinken. Ich habe trotzdem jeden zweiten Tag Kopfschmerzen. Also. Ach so. Bist du älter als ich? 33. Ja, also nein. Okay. Slappy altert einfach schneller. Ja. Ich glaube, ihr trinkt einfach grundlegend falsch. Alkohol entwässert. Ein Schnaps, ein Wasser. Ich habe ganz viel Mr. Wasser getrunken, aber anscheinend war es noch zu wenig. Also ich hatte nie einen Kopf. Habe auch noch nie einen Filmriss gehabt. Ach, in der Jugend sprechen wir nicht drüber. Ich habe nicht mal ansatzweise zu viel getrunken, aber einen dicken Kopf doch schon. Heute, oder was? Nee! Ach, heute noch nicht, oder? Also, die 5 Flaschen Prosecco. Ich hatte auch noch nie einen Filmriss. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, doch, ich einmal. Ich glaube, mir fehlen 2-3 Monate in meiner Jugend irgendwie zusammengerechnet. Okay. Also, ja, was denn? Kann man ja mal sagen. Ja. Na gut, dann haben wir ja den ersten Preis. Der für standfesteste Trinkerin geht dann schon mal an Sally. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube eher an die, die noch nie hatten, oder? Wenn du einen Filmriss hast, bist du nicht so standfest. Nee. Keiner hat meinen Witz verstanden, aber hey, gut. Ja, du kannst... Ich guck die ganze Zeit, ich sehe aus wie so ein Wurzelzwerg. Irgendwie bin ich... Soll ich ein bisschen ranzoomen? Nee? Okay. Nö. Dann mach doch. Ich habe jetzt extra den Tannenbaum mit drin gelassen für dich. Den Zoom ran. Heute ein bisschen weiter weg, Sally. Was hast du drin gelassen? Den Tannenbaum. Du wirst nicht glauben, was ich gerade verstanden. Den Tampon? Ey, ja, nun, heute mit frischer Füllung. Was redet Let's er go. Denn da? Jetzt wird er auch schon unverschämt. Wow. Ja, der Tannenbaum, er ist wunderschön, da ist er. Guck du kannst, wenn an. Du möchtest, kannst du gerne ranzoomen. Ich habe den extra drin gelassen, weil das ja zu dir gehört quasi. Ja, nee, ich lass so. Du musst dich halt nur ein bisschen aufrecht hinsetzen und nicht immer dich nach vorne beugen.
Man kann ja auch quasi runtergucken bis zum Slip bei dir, wenn du dich so oft nach vorne beugst. Hi. Ist das heute sexuell Content? So, meine Damen und Herren, auch beim Plankenschnack ist endlich der Sellout angekommen. Sali macht sich endlich für euch nackig. So. Baby, ich kann das Ding noch viel weiter runterziehen. Ja, vorher, mach doch mal. Dann klingelt's in der Kasse. Frauen haben Brüste. Tada. Echt jetzt? Verdammt. Oh Gott, bist du auch so eine Boobie-Streamerin? Ey, Mann. Ja, die sind einfach gewachsen. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu streamen, haben sich die gedacht so, was? Ey, ching, ching. Puh. Und ja. Ja, auf den Moment warte ich bei mir auch noch. Also ich bin dafür, dass wir das nächste Geld, was hier reinkommt, in so ein Whiteboard investieren. Das schicken wir zu Sali und sie schreibt dann immer die Subs auf. Boah, da muss ich aufstehen. Na und? Ruf Stefan. Geil, Stefan in so einem... Stefan kommt dann so. Mm. Ja, das finde ich gut. Da müssen wir ihm aber noch ein Kostüm besorgen. So ein, machen so ein, wir. So ein hauteng Superman-Anzug. Quatsch, Latex-Tanga. Huh. Aber da müssen wir die Nippel abkleben. Mit so einem Leder, mit so einer Lederkappe. Ja, genau. Und der Stift hat hinten so ein paar Büschel dran. Sieht aus wie eine Peitsche. Nun. Ja, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema zurück. 2019. Wie war denn euer Jahr 2019? Das ist ja schon weit fortgeschritten. Ja. Das ist weit fort. 2018. 2019? Was? Um welches Jahr geht's jetzt? Um 19, hat er gesagt. Ich bin happy. Ich habe heute schon Enchiladas gegessen, mit Wasser getrunken, sitze hier mit euch. Spannender Auftakt. Spannende Themen. Könnte ein interessantes Jahr werden, wenn wir schon am ersten Tag des Jahres über solche Dinge reden. Habt ihr nichts gemacht heute oder was? Ja, doch. Was willst du heute machen? Hä? Wie? Was willst du heute machen? Ich habe heute schon sauber gemacht. Ich habe hier Möbel gebaut und gestreamt. Es ist Feiertag. Na und? Ich habe aufgeräumt. Umgeräumt. Das, was wir gestern zu weggeräumt haben, habe ich heute wieder hingeräumt. Und diesen Stream hier heute vorbereitet. Das war mein Tag. Nun, dann fragen wir doch einfach, machen wir das wieder die alte Leier. Ich dachte, ihr seid wenigstens gut reingestartet schon und habt euch sportlich aktiviert oder solche Sachen. Nein. Na gut, was war denn in den letzten 2 Wochen los? Sind das denn überhaupt 2 Wochen? Das ist viel mehr. Ja, genau. 365 Tage. Nee, 4 Monate. 4 Wochen meine ich. 4 Monate. 4 Wochen, oder? Kommt das hin? Ungefähr? Kommt hin. Ja, was habt ihr denn gemacht in den letzten 4 Wochen? Ich hab Subnautica gespielt. Ich auch. Bist du schon durch? Nein. Das hast du letztes Mal auch schon erzählt. Ja, ich weiß. Ich komme nicht weiter. Also ich komme schon weiter, aber ich muss zugeben, dass mich Subnautica, was ich nicht gedacht hätte, manchmal so leicht an meine Grenzen führt. Und dieses und ich in so, der Stresspegel wird so hoch, dass ich mir danach ein frisches T-Shirt anziehen gehen muss. Dass ich so am Schwitzen bin. Also es ist anstrengend. Es ist super toll, aber es stresst mich auch. Diese Tiefe, dieses Dunkle, man sieht nichts und ist aber auch sehr spannend. Und ansonsten habe ich mir mal ein bisschen Freizeit gegönnt. Ich war mit meinem Mann unterwegs, es war Weihnachten und wir waren draußen und wir leben seit 10 Jahren hier. Ich glaube, wir sind noch nie so richtig durch Zürich spazieren gegangen. Ja, okay. Man fährt schnell dorthin, erledigt das, weißt du. Man hat nicht diesen Freilauf zu sagen, ja, und jetzt wollen wir da noch hinlaufen? Okay, und dann wollen wir da mal gucken. Ja, warum nicht? Und dann war es erst mittags um 2 und du bist schon seit Stunden unterwegs. Es war mal sehr schön. War wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, ich war 2-3 Mal auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden, mit meinem Mann. Gibt es auch Trophies für? Nein, leider nicht. Verdammt. Mist. Da muss ich wieder jetzt ein bisschen Gas geben. Da haben wir ganz schön geschludert. Gibt aber gerade einen Sale, wo es sehr viele günstige kleine Spielchen gibt.
Mhm. Meinst du den bei GOG, der noch bis 3.1. geht? Da gibt es auch einen. Nein, ich meinte den bei Sony. Oh, ach so. Ja, cool. Bei GOG gibt es keine Achievements. Echt nicht? Naja. Wenn du den Galaxy-Dings anmachst, schon. Ja, ja, aber nicht für keine Platin, so. Nee, das nicht. PS4. Das nicht. Das habe ich so gemacht. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr gemacht. Was habt ihr beiden gemacht? Ich habe auch Subnautica gespielt, tatsächlich, weil im Dezember nichts so wirklich an Neues rausgekommen ist, was mich halt gecatcht hat. Ich habe mal ganz kurz in Just Cause 4 reingeguckt. Also, das hat so ein Stream halt Spaß gemacht und dann war es aber irgendwie langweilig und dann habe ich es irgendwie aufgehört. Also, keine Ahnung, irgendwie Just Cause hat bei mir nicht so wirklich gezündet irgendwie. Von daher, möchte ich irgendwie auch Platin machen in Subnautica. Hab's ja damals im Early Access schon gespielt und es ist auf der PS4 auch echt gut spielbar, tatsächlich mit Pad und eben auf der Konsole. Damit habe ich angefangen und vom Pile of Shame, weil es da schon ewig lag, habe ich jetzt einfach so mal South Park, The Stick of Truth rausgeholt. Finde ich bis jetzt ziemlich geil, macht Spaß. Da habe ich jetzt aber auch erst einen Stream gehabt, dann werde ich jetzt halt die nächsten Tage dann noch weiterspielen, weil im Januar auch ja dann, aber da reden wir ja dann noch bei Zeit hin über den Spoiler-Alert drüber, was dann im Januar kommt. Aber da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, dann Subnautica und South Park halt weiterzuspielen. Das sind so die beiden Spiele, die ich halt im letzten Monat und diesen Monat gespielt habe. Und, ach, Eschen habe ich noch gespielt, aber das hattest du ja auch gespielt, Dizzy, ne? Wie fandest du es? Ich fand es ziemlich geil. Ich habe es durchgespielt. Eschen ja, fand ich gut. Ich habe es auch durchgespielt. Ich fand es sehr, sehr gut. Ja. Hat Spaß gemacht. Für den Preis war das schon ganz gut. Ja, finde ich auch. Ja. Vor allen Dingen war das mal eine sehr gute Hommage an Dark Souls, finde ich. Absolut, da die Steuerung sehr angenehm war. Nicht so schleichend und schnarchend, sondern schon recht zügig und fix. Und man hat halt, wenn man gedrückt hat, ist auch was passiert. Das war gut. Ja, plus, was ich halt sehr nice fand, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, in vielen anderen Spielen, ja, hier hast du Estus, hier hast du dies, hier hast du das, alles, was du halt eben schon aus Souls oder so kennst. Und da war es halt eben über so Storylines hergeleitet, dass du dir das erst erquesten musst. Das hat sich ganz gut angefühlt, fand ich. Ja, fand ich auch, definitiv. Ich habe nur irgendwann den Draht zu der Story verloren, weil es so viel war. Ja, es war. Jeder hatte ja so mehr oder minder seine eigene Geschichte, die er halt eben verfolgt hat mit diesen Mini-Quests. Ja. Das stimmt. Was hast du sonst noch gespielt? Hitman. Mehr gab's nicht. Ich habe Ashen zu Ende gespielt, da habe ich Hitman gespielt. Und ich spiele auch immer, ich bin immer noch nicht fertig mit Hitman. Mir fehlen noch 4 Missionen. Also ich habe jetzt 3 Teile durchgespielt. 3? Ja, 3. Ich bin jetzt im DLC noch und da muss ich noch 4? Ich glaube 4 Missionen machen. Ansonsten war nicht wirklich auch nicht viel los. Ich war noch unterwegs vor Weihnachten bei meinen Schwiegereltern. Dann war ich noch bei meinem Vater. Also ich hatte auch mal 2 Tage Urlaub quasi. Und The Long Dark habe ich noch gespielt. Da gab es ja jetzt einen Redux-Patch. Das war auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das hatte also schon... Hast du die Story endlich zu Ende gebracht? Nee, noch nicht. Aber sie haben jetzt sehr viel... Das zweite Kapitel, glaube ich. Nee, das zweite Kapitel war schon drin. Echt? Ja, das zweite Kapitel war schon drin. Aber sie haben jetzt einen Redux-Patch rausgebracht. Und da sind dann auch die Zwischensequenzen... animiert und auch die letzten Dialoge, also die ganzen Dialoge sind jetzt vertont. Also das lohnt sich echt nochmal zu spielen. Ich hatte es ja vorher schon mal gespielt und es ist schon ein anderes Spielgefühl jetzt. Finde ich sehr, sehr gut. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich noch was anderes gezockt, nee. Ist es denn immer noch so schwer? Weil ich hatte es damals im Early Access angespielt und hatte das Gefühl, ich habe das Spiel 5 Minuten gestartet und bin erfroren, bevor ich das Spiel verstanden hatte. Nee, leider nicht. Es ist super einfach geworden, finde ich. Echt? Ja. Okay. Naja, also wenn man 2-3 Mal hintereinander gestorben ist, dann wusste man eigentlich ungefähr, was man machen muss. Fand ich zumindest auch vorher schon. Ja, es war trotzdem noch gut schwer. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, aber das war halt gut, weil du hattest wirklich Angst vor Wölfen und du musstest wirklich Angst haben zu sterben die ganze Zeit. Du musstest die ganze Zeit vorbereitet sein auf alles und das macht ja so ein Spiel eigentlich aus. Ja, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Okay, schade. Das haben sie so ein bisschen rausgenommen. Wahrscheinlich haben sie das einfach für den allgemeinen Spieler
Casual. Casual gemacht, genau. Aber es ist sehr gut. Also es macht unglaublich viel Spaß. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt gesagt, prinzipiell wäre es ja in Ordnung gewesen, wenn sie vielleicht noch eine separate Schwierigkeitsstufe hinzugemacht haben. Habt ihr das mitbekommen, dass THQ für Darksiders nochmal komplett alles überarbeitet hat? Mehr oder minder nochmal ein Spielmodi, dass es ist wie Darksiders 1 und 2. Das fand ich sehr nice, dass sie halt sowas mittlerweile nachpatchen, wenn halt die Spieler sagen, ja, ich mag dieses Souls-like nicht, ich mochte eher Darksiders 1 und 2, weswegen das Spiel ja so ein paar negative Kritiken bekommen hat, dass halt THQ das komplett nochmal nachgepatcht hat. Das fand ich ziemlich nice. Also sprich, dass man jetzt die Wahlmöglichkeit hat, will ich ein Hack-and-Slay oder will ich ein Souls-like? Finde ich ziemlich nice. Das ist ja cool. Ehrlich? Ja. Vielleicht schaut sich dieses dann ja doch nochmal an. Wartet mal kurz, ist das noch... Ja, dann können wir ja nochmal reden über die Geschichte hier. Oh. Nun. Ja, geil, das ist ein schöner Tipp. Dann muss ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken, ja. Weil wenn es ein Hack and Slay ist, dann großartig. Ja, da hatten sich halt eben viele beschwert und wie gesagt, genau das finde ich halt eben, ist halt wichtig, dass man Wahlmöglichkeiten hat, weil so kannst du es beiden Spielern recht machen. Halt den Souls-like-Leuten, die es gut fanden und jetzt dann eben auch den Hack and Slay-Leuten. Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an und schau mal, wie es aussieht dann. Ja. Aber sonst ist nichts großartig mehr passiert, nee. Die letzten zwei, drei Tage waren ein bisschen kürzer. Ich war viel fotografieren gerade in letzter Zeit. Oder bin wieder sehr viel fotografieren. Ich war jetzt irgendwie, glaube ich, seitdem ich wieder hier bin, bin ich, glaube ich, noch nicht einen einzigen Abend zu Hause gewesen. Seit 3 Wochen oder so. Ich bin nur unterwegs immer. Okay. Ja. Raus, frische Luft. Fühlt sich gut an, feels good, man. Ist ein schöner Ausgleich, habe ich festgestellt. Ich war ja die ganze Zeit lang immer nur in meinen 4 Wänden und habe mein Zeug gemacht, aber mal eine Stunde. Ich habe letztens zum Beispiel, zwischen 2 Terminen hatte ich nur 1 Stunde Zeit, habe meinen Rucksack aufgesetzt und bin auf Fotografieren gefahren. Ich war dann effektiv irgendwie eine halbe Stunde nur unterwegs, aber es war gut. Es war ein netter Ausgleich und hat geholfen. Das hätte ich jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen hätte ich das nicht gemacht. Ist das nur bei mir oder ist das auch bei euch? Weil mein Chat ist RIP. Also keine Ahnung, ob bei euch der Chat geht. Also nee, mein Chat geht. Moment. Ah, okay. Weil bei mir ist es halt eben... Ich konnte dich auch lesen. Dein Echt? Test. Ja, ich nicht. ist bei mir Chat RIP. Ja, jetzt scheint es wieder zu gehen. Okay. Hast du Chatty oder? Nö, tatsächlich ganz normal jetzt auf der Twitch-Webseite. Ja, da geht beides bei mir. Ja, dann reload ich mal. Irgendwie scheint bei mir nämlich seit 6-7 Minuten der Chat zu stehen und ich habe mich gerade gewundert, dass der Bischof wohl kaputt ist. Mit dir will keiner reden, Slash. Und Mittelfinger dürfen nicht gezeigt werden bei dir. Daran könnte es liegen. Ja, sag ich ihm uns. Jetzt geht's wieder. Okay, perfekt. Wo sag ich? Ich hab, warte mal, hatte ich gerade so eine schöne Überleitung, aber ihr habt sowieso weiter erzählt, von daher bringt das nichts. Ich habe Parkitect gespielt vor Weihnachten. Sehr cooles Spiel. Jeder, der gerne mal wieder so ein Parkspiel spielen möchte, wie ist das damals? Fällt mir gerade nicht ein. Wow. Nicht Rollercoaster, sondern. Rollercoaster Tycoon. Doch, das? Ja, ja, das meinte ich. Nicht Planet Coaster, sondern Rollercoaster Tycoon. Wer so eins mal wieder spielen möchte, mit ein bisschen mehr Fokus auf Management, dass man wirklich darauf achten muss, dass man halt mit Geld auch umgehen kann, für den ist das wirklich sehr, sehr gut. Also haben sie sehr gut hingekriegt. Am meisten gefällt mir daran, dass man wirklich darauf achten muss, so extra Wege einzurichten, wo Mitarbeiter langlaufen können und die einzelnen Läden zum Beispiel mit Waren anliefern können. Weil wenn du die Mitarbeiter durch die normalen Wege durchleitest, dann sind die Leute genervt davon, wenn sie jemanden sehen, der ein Paket trägt oder so, weil ihnen das die Immersion nimmt, dass sie in einem Freizeitpark sind. Und dann schneidet dein Park eben schlechter ab, kriegst weniger Geld, weniger Besucher und so. Das haben sie ziemlich gut hinbekommen. Es ist natürlich jetzt kein Planet Coaster, wo du dann eine 3D-Engine hast, wo du, also klar ist das auch auf 3D, aber wo du halt dann deine Rollercoaster baust, die dann fährst und die super krass machst oder so. Es ist ein bisschen simpler gehalten. Mehr so ISO-Perspektive, aber es macht echt Spaß. Ist ein bisschen einfach am Anfang. Ich könnte mir vorstellen, dass es später schwieriger wird. Ich habe jetzt aber auch nur 3 oder 4 Tage gespielt.
Von daher, ja. Das ist das Spiel nochmal? Parkitect. Genau. Ansonsten habe ich Weihnachten gefeiert, dann war ich krank nach Weihnachten. Während ich krank war, habe ich mal wieder Software Inc. angespielt. Jeder, der es mal gespielt hat und sich gedacht hat, oh, ich gebe dem Spiel noch ein bisschen Zeit, könnte das mal jetzt wieder auspacken, weil ich bin echt, also während ich krank war, so mitten in der Erkältung, 3 Tage, bin ich diesem Spiel komplett verfallen. Sehr, sehr nices Spiel. Ansonsten, ja, bin ich hier. Das war's. Gestern habe ich Sushi gemacht. Naja, beziehungsweise Sushi gegessen, das Lou im Stream gemacht hat. Ich selbst habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe es geschnitten. War köstlich. Was gab es denn bei euch zu essen gestern? Sushi. Mhm. Fondue. Mhm. Sushi. Ja, wir haben Raclette. Ich hasse Raclette. Oh, ich liebe Raclette. Boah, es ist so... Raclette bin ich auch nicht so der Fan von. Echt? Keine Ahnung. Also alleine der Raclette-Käse ist bei uns jetzt seit... Stefan, mag kein Käse. Ja. Das hat sich aber dieses Jahr geändert. Oh. Er fängt an, Käse zu essen. Und zwar hier gleich Le Grand, also was auch ein bisschen würziger vom Geschmack her ist. Und es wird jetzt gerade alles mit Raclette-Käse überbacken. Einfach alles. Das ist meine Welt. Er macht ein Brötchen, macht sich eine Salamischeibe drauf, dann macht er eine dicke Scheibe Raclette-Käse. Eigentlich für die Fännchen schon so vorgeschnitten, macht das kurz in die Mikrowelle, er zerschmilzt, er würzt das Ganze und ich bin im Himmel, es ist so lecker. Raclette-Käse kann ich immer essen. Und die Frage, warum man Raclette nicht mögen kann, weil ich halt nicht viel Zeug nebenbei esse. Ich esse gerne Fleisch, das schmeiße ich mir beim Fondue auf den Stick, hau den Stick in das Fett und esse das Fleisch mit Soße. Das ist perfekt. Bei Raclette machst du ja dann irgendwie noch so Dönekäste mit dabei, das ist teuer, das nicht. Ich finde dieses normale Fondue halt total nervig mit diesem Fett da mittendrin. So, das kann ich nicht leiden. Wenn man so lange warten. Nein, Öl, Sonnenblumenöl. Halt. Dann steht da halt so ein Becher Öl, der ist heiß und da steckst du halt dein Essen rein. Kennt ihr nicht Chinoise? Also so heißt das hier in der Schweiz. Ja, das wird im Bouillon. Also es gibt verschiedene. Du kannst es halt tatsächlich in Frittierfett machen. Du kannst es halt quasi in Brühe machen, halt was du vorher ankochst. Mhm. Käse, oder halt Schokolade. Also ich kenne es jetzt in Brühe und ich kenne es natürlich Käse Fondue in Öl. Oh. Käse Fondue or get the fuck out. Also aber nur andere. Wenn ich zu viel Kirschwasser drin ist, das mag ich nicht. Diesen Geschmack von Kirschwasser. Mhm. Entschuldigung, Käse? Ich lebe ja hier, ne, das ist Schweizer Fondue, sicher schon. Kommt das Kirschwasser mit rein. Ja, in dein Kuchenkäschli. Ja, sicher ins Kuchenkäschli. Habt ihr den Trailer zu dem neuen Film von den Iron Sky Machern gesehen, apropos? Nee. Irgend so ein Schweizer... Das Heidi-Dings? Ja. Das Fondue-Boarding. Schwierig. Fantastisch. So flach, ne? Ah, ich habe mich aber kaputt. Also das war der einzig lustige Witz an der ganzen Geschichte. Der Rest war, naja. Muss man den nachholen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Nee, nicht unbedingt. Okay. Das Fondue-Boarding war das Witzigste an der ganzen Sache. Das war tatsächlich eine lustige Geschichte. Raclette ist einfach nur übrigens mies, weil du so lange warten musst auf das Zeug. Das dauert immer so ewig und dann legt man da Fleisch rauf und dann sitzt man vor dem Fleisch und guckt sich das an und dann hat man 3 Pfannen und dann wartet man auf die und es ist lecker. Also, es ist lecker, aber es ist irgendwie, weil wir waren ja auf der Gamescom letztes Jahr. Ja, letztes Jahr waren wir auch in so einem Restaurant und boah, dann bezahlst du halt, da habe ich ja erzählt, das Essen und dann machst du das halt selber. Und bei mir kommt jetzt mittlerweile, ist das wie ein Flashback. Ich muss immer an diese Situation in diesem Restaurant denken, wo dir irgendwie fast der Arsch geplatzt ist, als du dein Essen selber machen musstest. Es war schon lecker gestern, also davon mal abgesehen. Nur Raclette-Fan bin ich nicht so. Nee. Also ich finde, wenn man darauf achtet, dass jeder 3 Fännchen hat, dann musst du auch nicht warten, weil dann legst du eins rein. Das Fleisch obendrauf musst du auch warten. Und dann ist das erste schon wieder fertig. Das stimmt nicht. Nein, ja, muss ja auch nicht schlingen. Bitte? Nimmst halt ein kleines Gäbelchen. Hä? So eine Cocktailgabel oder was, die früher eine Bolette drin gesteckt haben.
Alles klar, ja. Oder mit Stäbchen. Ist, glaube ich, schwierig, wenn man wirklich richtig, richtig Hunger hat. Ja. Es ist. Ja. Yeah. Dann, ne? Schmecken tut das alle Male, ne? Das halt. Also aber da müssen wir nicht drüber reden. Genau, das Zusammensitzen ist auch cool, dass man redet, aber wie gesagt, du hast halt so Momente und bei mir trifft das halt immer dann zu, wenn ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Ja, gut. Gestern auch, dann sitzt davor. 5 Kilo Fleisch obendrauf, dann musst du doch alles wenden. Aber es war super, wir hatten auch Raclette-Käse. Ich wusste gar nicht, dass Raclette-Käse so cremig ist. Das war schon sehr gut. Aber ich präferiere doch normalen Käse, muss ich sagen, über Raclette-Käse. An der Stelle. Auch wenn er lecker ist. Ich habe das mit Camembert gestern auch mal ausprobiert, das war auch ganz gut. Ich habe Camembert mit, halt unten in der Pfanne, Camembert mit Zwiebeln und Fleisch und Birne gegessen. Das war ganz gut. Birne. Lecker. Birne Helene. Was war Birne Helene nochmal? Also, bei mir war gestern eher Team Knoblauch. Ich hatte Knoblauchbaguette, eingelegte Knoblauchzehen, Knoblauchsoße für das Fleisch, was hatte ich denn noch? Und Aioli fürs Brot. Lecker. Also sprich, ich glaube, heute bin ich nicht ansprechbar. Gut, dass es Internet ist. Ich glaube, die Knoblauchfahne ist etwas extrem heute. Das kommt aus allen Poren raus. Quasi. Du musst das. Das ist doch super, wollte ich gerade sagen. Ist doch nice. Wollen wir loslegen oder was? Ja, klar. Wir haben ja noch ein paar Sachen zu küren heute. Ach was. Da sind sehr viele tolle Überraschungen dabei. Aber wobei die erste Kategorie, haben wir uns Soundtrack des Jahres rausgesucht, ist jetzt nicht unbedingt so eine große Überraschung, oder? Hat euch das überrascht? Ja. Echt? Aber als jemand, der das, ich will es jetzt nicht spoilern, der das nicht komplett gespielt hat, hat es mich überrascht, ja, tatsächlich. Aber andererseits hätte ich jetzt auch keine Alternativen gehabt dieses Jahr. Also ich habe eine Alternative, aber da hätte ich schon vorher mit rechnen können, dass das jetzt nicht auf so vielen Listen steht. Dass das Spiel jetzt gewinnt, naja, eine halbe Überraschung, sagen wir es mal so. Also, dass Horizon Zero Dawn tatsächlich wird am Ende. Ja, gut. Was willst du machen? Das ist hier halt schon sehr dominantes Horizon. Genau. Was sind denn, war das für euch beide auch eine Überraschung? Ist keine Überraschung, aber wäre nicht mein Favorit. Meine auch nicht. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, Fallout 76 ist von niemandem Favorit, also von daher. Hey. Don't blame the Fallout. Hast du dein T-Shirt eigentlich noch? Ja, natürlich. Hast du das noch nicht verbrannt? Nein. Oh. Das wird ein gutes Spiel. Guck dir No Man's Sky an. Die Zeit wird kommen, so in 2-3 Jahren. Ist dein T-Shirt eigentlich aus Leinen? Nee, ist auch Plaste. Ja, wahrscheinlich. Nun, was sind denn für euch dieses Jahr die Soundtracks des Jahres gewesen? Meiner war Celeste. Celeste? Ja, Celeste. Soundtrack des Jahres 2018 für mich. Einfach weil da so viel Arbeit drin steckt. Der ist nicht unbedingt jetzt ein Titel, bei dem ich sagen würde, hey, ich höre das jetzt durchgängig, so wie Ori damals oder Witcher oder sowas. Aber der war einfach gut gemacht. Du hattest dann halt die einzelnen Melodien, die dann noch später in diversen Abweichungen des Levels dann halt wieder aufkamen. Also, um das Spiel mal kurz zu erklären, es ist halt ein 2D-Plattformer, der ganz, ganz langsam immer schwieriger wird und irgendwann halt unmöglich wird. Also selbst ich habe die sogenannten C-Sides, so heißen die, nicht durchgespielt. Ich habe die B-Sides noch gemacht. Aber dann wird es halt richtig hart, so schon fast Boschi-mäßig, dass du da wirklich jeden Bildschirm 500 Mal siehst oder so, um es durchzuspielen. Und du hast insgesamt 12 Level. Ach nee, 10 oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren. 10, glaube ich, waren es, wenn mich nicht alles täuscht. 10 Level.
Und jedes Level hat eben eine B-Side und eine C-Side. Die B-Sides sind dann halt ein bisschen schwieriger, aber in dem gleichen Stil. Und die C-Sides sind dann richtig, richtig hart, auch im gleichen Stil. Und jedes Mal kommt dann eben die Hintergrundmusik des ersten Levels, also in den B-Sides vom ersten Level kommt dann wieder die gleiche Hintergrundmusik, nur leicht abgeändert und immer mehr 8-Bit-Stil und so. Also da haben sie wirklich viel Arbeit reingesteckt und deswegen für mich verdient es den Preis als besten Soundtrack des Jahres. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nur, ich habe es deswegen gewählt, weil ich nicht so viel Auswahl hatte dieses Jahr. Klar, God of War hatte ein schönes Thema, mit diesen tiefen Basssängern, die dann quasi da diese epische Melodie gesungen haben. Aber das war auch alles. Also es war nur das Theme und viel mehr an Musik kam dann nicht drin vor. Und wenn sie vorkam, kann ich mich nicht wirklich dran erinnern, muss ich zugeben. Ja, sind genau. Auch so Sachen, die einem im Kopf hängen bleiben. Ne? Und richtig. Dann Red Dead Redemption hatte halt ganz coole Musik im Hintergrund, so mit Gitarren und so, aber auch nichts unbedingt, was mir jetzt groß im Kopf geblieben ist. Also so ein gutes Thema oder so, weiß ich nicht, habe ich nichts gehört. Also ich würde jetzt nicht irgendwie hier sitzen und mir denken, oh, jetzt machst du mal den Red Dead Redemption Soundtrack an. Nichts gehört drin. Deswegen, ja. Naja, also anmachen, mach mal weiter, anmachen würde ich mir jetzt auch fast keinen von denen, welche mich aber einfach, wenn ich zurückdenke, welche mich am meisten gecatcht haben, war Detroit Become Human. Das ist eher von der Atmosphäre her, ich habe das Spiel 5-mal durchgespielt und das ist die Musik, die ist da schon treibend, die Situation ummalt. Das war schon ganz, ganz großartig. Wäre aber jetzt, glaube ich, nichts, was ich mir im Hintergrund laufen lassen würde. Und ganz neu, Subnautica. Subnautica hat ist wenig, was sie an Musik immer wieder einspielen, aber wenn, dann ist das richtig gut. Also das erzeugt eine Stimmung da unten. Ich glaube, Subnautica besteht sowieso aus 80% ist Sound. Was Subnautica so stark und wuchtig macht. Wenn du das ohne Kopfhörer und ohne Sound spielen würdest, dann wäre das einfach so, ja, wir müssen da kommt was ganz kurz, aber ja, ist okay. Denn dieses Spiel lebt förmlich vom Sound. Das sind so für mich die größten Sachen vom letzten Jahr. Ich muss aber auch zugeben, ich habe ein paar Sachen nicht gespielt, die eventuell den Preis von mir halt verdient hätten. Also ich muss noch zum Beispiel das DLC von Xenoblade 2 spielen, das Torna. Das könnte eventuell einen sehr, sehr guten Soundtrack haben, einfach weil Xenoblade 2 schon den besten, glaube ich, Soundtrack des letzten Jahres hatte, also des vorletzten Jahres jetzt mittlerweile, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und Dragon Quest weiß ich nicht, da fand ich den Soundtrack jetzt nicht so gut, aber viele sagen, die fanden den schon gut, also da gehen die Geister ein bisschen auseinander. Und ein Spiel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ach, ist ja auch egal. Also ja, Torna hätte vielleicht noch eine Chance gehabt. Ach ja, und Octopath Traveler, genau. Ja, ich brauche jetzt gar nichts mehr sagen. Danke. Also, warum? Ich sage ja nur, was bei mir eventuell gewonnen hätte. Du tatsächlich, ja ich bin froh, dass ich mich nicht festlegen muss heute, sondern dass die Zuschauer das gewotet haben. Was ich sagen kann, ist, dass es halt ein sehr, sehr starkes Jahr war. Und wenn man jetzt zurückblickt, dass es vielleicht in den letzten Jahren immer nur ein oder zwei Spiele gab, wo wirklich ein cooler Soundtrack ist. Und damit meine ich halt angefangen vom ersten Teaser-Trailer zum Release-Trailer im Spiel, der im Spiel pointiert, die Action vorantreibt, Emotionen auslöst und halt einfach wirklich, wie Faust aufs Auge passt. Wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren ist mir halt in Erinnerung geblieben, Xenoblade Chronicles 2 hatte einen verdammt guten Soundtrack, der halt wirklich pointiert war. Persona 5 war halt ein extrem guter Soundtrack, der halt extrem pointiert war. Und letztes Jahr hatten wir halt tatsächlich viele Spiele, wo das der Fall war. Das heißt, wir erleben tatsächlich eine Entwicklung, dass halt Musik nicht nur noch einfach ein Beiwerk ist, sondern tatsächlich eben als stilistisches Stilmittel halt eingesetzt wird, um halt eben was voranzutreiben. Und da gab es halt eben viele, die es gemacht haben. Sei es jetzt ein God of War, was schon genannt wurde, ein Spider-Man, wo du das erste Mal quasi aus dem Haushalt krachst und die Musik halt richtig aufdreht. Da kriegst du halt eben Gänsehaut. Octopath Traveler war halt sehr, sehr geil. Far Cry 5 hatte einen verdammt guten Soundtrack. Also nicht nur Gesangssoundtrack, sondern auch Instrumentalsoundtrack. Detroit war sehr, sehr stimmig.
Also ja, da gab es halt letztes Jahr verdammt viele Spiele, die echt einen guten Soundtrack hatten, wo man halt sagen kann, da kannst du auch einfach mal die Boxen aufdrehen und das Ding laufen lassen. Obwohl ich die letzten beiden Jahre besser fand, was Soundtracks angeht, als dieses Jahr. Echt? Zugeben. Also ich persönlich nicht, aber ich fand auch der verdammt stark. Also ich finde so ein bisschen, gerade im AAA-Bereich geht der Trend etwas hin so zu diesem, was auch Zelda zum Beispiel gemacht hat. Letztes oder vorletztes Jahr sogar, ich weiß gar nicht, wann ist Zelda rausgekommen? Letztes Jahr, ne? Als die Switch auch rauskam. Ja, genau. Dass die Musik nicht mehr so, die haben nicht mehr diese Themen, die richtig oben sind, sondern nur so Musik im Hintergrund, die dich begleiten soll eben. Gedudeln. Also, Gedudel, genau. Und das hat, finde ich, der Trend ist halt in die Richtung eher gegangen. Klar gibt's, ich sag ja nicht, dass die Soundtracks schlecht sind von God of War oder so. Ich habe den auch gehört. Also als Soundtrack alleine, jetzt nicht nur, während ich das gespielt habe. Aber es geht halt ein bisschen mehr, das sieht man auch bei Filmen zum Beispiel. Diese ganzen Marvel-Filme, die haben auch nicht diesen typischen John, ach, wie heißt der noch? John Wick? John Wick? Meintest du John Wick? Nein, Mann, der von Star Wars. Ah. Fällt mir gerade nicht ein. Diesen, oder Hans Zimmer. Weißt du, so Soundtracks, die du halt hörst als Soundtrack allein, sondern einfach nur Musik, die eben den Film unterstützen soll. Ja, genau, John Williams. Nicht so diese typischen John Williams Melodien, die halt die ganze Zeit halt im Ohr bleiben, wenn du auch aus dem Kino rausgehst oder das Spiel liegen lässt, sondern eher die nur noch begleitend dazu sind. Macht quasi Sinn, aber ist auch ein bisschen schade für jemanden, der Soundtracks gerne halt im Hintergrund hört, wenn er andere Dinge macht. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr super viel Arbeit erledigt, während im Hintergrund der Persona 5 Soundtrack lief, weil es einfach perfekte Musik ist zum Arbeiten und sowas. Also, so zweiseitig, diese Schneide. John Wick. John Wayne. Attention all Fortnite Gamers. Wow. Ich habe übrigens etwas, was ihr noch gar nicht genannt habt. Ich habe Falon Sales. Das fand ich, war sehr schöne begleitende Musik. Der hat mir sehr gut gefallen. Den kann man so nebenbei hören und es trällert dich durch die Geschichte. Das fand ich sehr, sehr schön. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also da kann ich mich definitiv noch dran erinnern. Da haben wir im Stream haben wir das gespielt und ich habe dann irgendwann gesagt, den muss ich mir noch kaufen. Den habe ich mir dann auch noch irgendwie organisiert. Und ich begleite dich und tüdelt immer so ein bisschen im Hintergrund. Den fand ich sehr, 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 sehr schön. Also der ist mir auch im Sinn geblieben. Das ist so witzig. Ich habe mir gerade die ganzen Sachen durchgelesen, die die Leute geschrieben haben. Und bei einem musste ich jetzt lachen. Bei welchem denn? Hey, ihr da draußen, sagt uns doch, was euer Soundtrack 2018 war. Mhm. Ich schaue meistens Switch beim Zocken. Dankeschön. Du meinst jetzt im Antwortsheet, oder was? Ja, das Antwortsheet war wie jedes Jahr eine richtige Offenbarung. Also das Antwortsheet war wirklich eine Offenbarung. Was ist ein Soundtrack? Bis hin zu Barbie Girl, bis hin zu wirklich Titeln, die rausgekommen sind von Musikern. Also ich habe so das Gefühl, wir müssen für nächstes Jahr nochmal eine extra Rubrik. Wir müssen, glaube ich, nächstes Jahr wirklich noch so Untertexte schreiben, damit Leute überhaupt verstehen, was das ist so. Als Hilfestellung. Ja, das ist, also da war wirklich, ich weiß nicht, Best of kann ich nicht mehr machen, weil ich das dann irgendwann rausgenommen habe, aber es war zum Beispiel auch einer dabei, der hat wirklich in alle Fragen hat er mit Ring of Elysium geschrieben und in die letzte hat er geschrieben, das ist ein richtig beschissenes Kackspiel. Also es waren ja 13 Kategorien, 12 davon war Ring of Elysium und das letzte war, das ist ein richtiges Kackspiel. Cool. Thank you very much. Nun gut, wer möchte denn die Trommel wirbeln? Wir können ja, wollen wir den schon ziehen? Was die, oh. Wow. Wo ein ist denn goldener Umschlag. Ich hoffe, du hast auf die Rückseite West geschrieben. Hast du nicht? Natürlich nicht. Oh, Slabby, ey. Da, wo ich herkomme, gibt's kein West.
Hä? Aus Polen. Ja. Warte kurz, wir müssen noch die Ziehungsmusik anmachen. Das ist God of War. Oh, nein, nein, das ist Herr der Ringe. Soundtrack des Jahres 2018. Und wenn sich jetzt der Chat beschwert, ihr habt das abgestimmt. Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Aber ja, Red Dead Redemption 2. Barbies Ponyhof nur in AAA-Grafik hat den besten Soundtrack dieses Jahr. Der Soundtrack war wirklich gut. Kann man nicht sagen. Der war wirklich. Kann ich nichts zu sagen. Doch. Nee, ich kann da nichts zu sagen, weil ich nicht. Konnte mir die Streams alle nicht so lange anschauen von dem Spiel und hab's auch nicht gespielt, deshalb. Doch, eine unglaublich großartige. Doch, das war, also das muss man dem Spiel wirklich lassen, das war großartig. Kann man nicht anders sagen. Nee. Na dann. Wie gesagt, ich hab's nicht durchgespielt, also weiß ich nicht, ob der Soundtrack zum Ende hin auch besser wird oder so. Viel als halt so Gitarren gedudelt, klassisches Western-Zeug habe ich jetzt halt nicht gehört in dem Spiel. Deswegen kann ich nicht sagen, dass er mir krass im Sinn geblieben ist. Und ich bin so. Eigentlich jemand, würde ich einfach mal behaupten, der darauf achtet, dass Soundtracks gut oder schlecht sind oder so. Ich fasse nochmal zusammen. Sally nicht gespielt, Dizzy nicht durchgespielt, abgebrochen, du abgebrochen. Ich habe es auch nach wir hätten echt die Kategorie machen, das Spiel, was am meisten abgebrochen wurde. Ja, deswegen kann ich zum Soundtrack auch nichts sagen. Also, es ist zu lang. Es ist einfach zu viel in diesem Spiel. Zu lang. Ich sag, also für mich ist ganz klar, Sound und Inszenierung von dem Spiel großartig. Für eine Stunde. Nein, Spaß aber beiseite. Dann, für drei Kapitel. Aber dann denkst du drüber nach und dir fällt auf, bei Rockstar sitzt ein Typ, der hat irgendwann, da ist der Chef reingekommen bei ihm ins Büro und hat gesagt, Steve, du designst das kackende Pferd. Du hast 2 Monate. Und die nächsten 2 Monate machst du nichts als den Enddarm des Pferdes zu designen und die Schwingehoden. Have fun. Und die Schwingehoden. Und die Schwingen, ja, genau. Und wenn du das gut machst, kriegst du die Hoden noch oben drauf. Jetzt kannst du dich endlich beweisen. Ja. So, also dieses Spiel ist einfach die Dekadenz, die Rockstar einfach haben kann. So, dass die sich einfach hinsetzen und das Spiel schon ein Jahr vorher hätten rausbringen können, aber nein. Rockstar setzt sich hin und designt dieses Spiel bis zum Ende. Und wenn das bedeutet, dass ein Pferd realistisch kackt, dann heißt das eben, dass ein Pferd realistisch kackt. Und dann machen die das. Also keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, ein Spiel so weit zu designen, aber Rockstar hat es eben gemacht. Und dafür verdienen sie, finde ich, auch einen Preis. So. Wer eins hat es, reicht dann auch. Was? Ja. Aber schön, dass wir über das scheißende Pferd gesprochen haben, anstatt über den Soundtrack. Gut. Großartig. Toll. Naja, das ist mir halt eher im Sinn geblieben als der Soundtrack. Aber wie gesagt, der kann halt auch gut. Ja. Ich hab mir heute vorgenommen, wenn ich nichts. Okay, das wird echt schwer. Wenn ich nichts Positives zu sagen habe, dann sage ich nichts. Was? Also, das geht schon gar nicht bei der nächsten Kategorie. Scheiße. Wenn wir denn jetzt auch noch die Nextplatzierten oder? Ja, selbstverständlich. Zweiter Platz war Detroit Become Human. Mhm. Ja. Tatsächlich. Verdient. Muss ich auch sagen, war mir jetzt auch nicht so im Sinn geblieben, aber ja. Jetzt muss ich mal nachgucken. Dritter Platz hat Spider-Man, wenn mich nicht alles täuscht, bekommen. Mhm. Die stehen jetzt eigentlich 3,8. Hintereinander deswegen im Cheat. Also du brauchst halt nicht alles durchklicken, Slavy. Was? Ich habe das alles in Cheat eingetragen. Du brauchst nur von links nach rechts sehen. Ach, die dritten und vierten Plätze auch, oder was? Ach, nee, nur die ersten drei. Oder halt Doppelgewinner, wenn halt auf den Plätzen doppelte. Oh, der Spoiler, Olle. Ich sagte, wenn, möglicherweise. Vielleicht kommt es auch niemals vor.
Oh, der Spoiler. Tata. Gut. Ja, also Detroit war 2, Spider-Man 3. Könnte ich so auch unterschreiben. Wie gesagt, es könnte sein, dass Torna halt auch sehr gut war, aber Torna habe ich nicht gespielt. Ja gut, das Einzige, was ich halt mitbekommen habe, weil ähnlich ist es ja bei den Game Awards ausgegangen, dass halt der emotionale Soundtrack wahrscheinlich erst zum Ende kommt und was man dann mit dem Soundtrack verbindet. Und wenn du diese Verbindung halt eben als Außenstehender nicht hast, kannst du dazu nicht viel sagen. Ja, ja. Was es halt wahrscheinlich für uns vier jetzt schwer macht, weil wir es halt eben nicht komplett durchgespielt haben. Das heißt, da wird die Emotion halt eine gänzlich andere sein, wenn man den Soundtrack dann nochmal hört. Das war in Red Dead Redemption 1 ja auch schon so. Der Bruch, wenn man nach Mexiko reinreitet und im Hintergrund zupft dann plötzlich José González sein Lied und so, das war natürlich auch stark damals. Hatte einen sehr, sehr krassen Effekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt in Red Dead Redemption 2 wieder ähnliche Effekte gibt, die ich einfach noch nicht gesehen habe. Wollen wir uns an das nächste machen? Sehr gerne. Das wäre unglaublich toll, da habe ich ganz viel zu erzählen. Das könnte eine halbe Stunde Monolog werden. Och, pff, mein Gott. Die nächste Kategorie, meine Damen und Herren, ist, und jetzt halten Sie fest, das schlechteste Spiel 2018. Das schlechteste. Das schlechteste Spiel. Kurz zur Organisation, das hatten wir vorher, glaube ich, nicht gesagt, aber das hätte man sich auch denken können. Wir haben zwei Kategorien, die ähnlich klingen. Einmal schlechteste Spiel und einmal größte Enttäuschung. Größte Enttäuschung, so, ja. Wir haben das extra mit reingenommen, weil es ja beides vielleicht eventuell gegeben hätte. Für nicht jeden ist vielleicht das schlechteste Spiel auch die größte Enttäuschung, weil er vielleicht schon gedacht hat, ja gut, die haben jetzt die letzten Spiele auch nicht mehr so gut designt. Hat mich jetzt nicht überrascht, dass dieses Spiel das schlechteste Spiel geworden ist. Deswegen hatten wir extra noch einen Platz gelassen für Leute, die gesagt haben, okay, dass die Jungs so ein schlechtes Spiel raushauen, hätte ich nicht denken können. So, genau. Aber jetzt geht es erstmal nicht um die größte Enttäuschung, sondern um das schlechteste Spiel. Na, will wer? Den eröffnet ja den Umschlag. Nee, das wollen wir ja noch nicht. Ja, so. Was sind denn für euch die schlechtesten gewesen? Agony. Dank Sali habe ich es mir dann gespart, sonst hätte ich da auch reingeguckt. Das war so schlecht portiert jetzt auf die Konsole, dass man es nicht spielen konnte. Du hast es angemacht und es war nicht spielbar. War eine Katastrophe. Eins der schlechtesten. Oh, und da war das, worauf ich aufmerksam gemacht wurde, von Slath. Wie hieß dieses Wunderbare, wo man, das mit den Orks, Extinction. Also quasi, wie heißt das hier, Attack on Titans als Indie mit keinem Inhalt für Vollpreis. das würde ich sagen, hi, ne? Das war, ja, also was sie sich dabei gedacht haben, also, ja, wer es nicht kennt, ihr habt Glück gehabt, wer es kennt, keine Ahnung, das Spiel ist halt 10 Euro wert oder so, maximal, aber die wollten halt echt 60 Euro dafür haben und das fand ich eine Frechheit. Mhm. Ja. Extinction, das sind für mich so die zwei, die mir sofort einfallen. Ich habe tatsächlich nicht keins, was ich da drauf packen würde. Also, ich habe wenn überhaupt, das Einzige, was ich habe, was ich auch gespielt habe, weil sonst kann ich nicht sagen, es ist das schlechteste Spiel, sonst könnte ich natürlich Fallout 76 oder wie ist das, was jetzt von den Arkmachern kam, hier draufpacken. Aber ich habe die von vornherein nicht gespielt, weil ich mir schon gedacht habe, dass das nichts wird. Deswegen, das Einzige, was ich gespielt habe, wo ich wirklich, und das ist mir erst gestern aufgefallen, weil ich es gestern zum ersten Mal gespielt habe, obwohl es jetzt schon seit 2 Tagen seit einem Monat oder so rumliegt oder seit 2 Monaten, ist Mario Party für die Switch. Was? Holy shit, ist das kacke. Aber das ist nur ein Honorable Mention in dem Fall. Das ist nicht jetzt was ich wirklich auf die Kackliste schreiben würde, sondern einfach nur, weil das ist kein Spiel, das ist einfach nur RNG. Da kannst du dich auch hinstellen und die ganze Zeit gegen Leute würfeln und am Ende gewinnt der, weiß ich nicht, die meisten Einsen gewürfelt hat.
Ratet mal, was es gestern im Haus des Lever zum Spielen gab. So zum Mario Party. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wir haben 15 Runden gespielt. Ich habe 12 Runden ohne einzigen Stern auf dem letzten Platz verweilt. Und in den letzten 3 Runden habe ich das Ding noch gedreht und gewonnen, weil das Spiel sich überlegt hat, ey, der ist Letzter, wir geben dem jetzt 15 Trostpreise und jetzt kannst du gewinnen. Holy shit, ist das ein Kackspiel. Desi, mach einen Punkt in dein Buch Slabby Flamed Nintendo. Kommt nicht oft vor, mach einen Punkt. Ich mach grad fleißig Screenshots. Von daher, ja, Mario Party. Größtes Kackspiel 2018. Ansonsten, ja gut, Fallout 76. Aber... Darf ich mehrere nominieren? Oder? Ich habe gewonnen. Darf ich mehr als eins nominieren? Oder? Ja, klar. Ja? Ja. Geil, die Liste ist nämlich sehr lang. Red Dead Redemption, Fallout 76. Dann haben wir hier noch das gute Atlas. Dann haben wir noch... wie heißt denn das jetzt hier? Battlefield 5. Was haben wir noch alles im Angebot? Ja, also ich meine, es ist noch nicht mal raus, aber auch da kann man, Diablo kann man auch gleich noch mit dazu zählen. Ist auch, brauchen wir nicht reden, wird sowieso 2019 die größte Scheiße. Und dann so ganz viele andere Sachen doch. Aber ich glaube, so das sind die Punkte, die man so anbringen kann für die beschissensten Sachen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Also, das ist eine Menge. Agony, ja gut, Agony müssen wir auch nicht drüber reden. Agony ist ja auch, ich weiß nicht, ist das eine Enttäuschung oder ist das ein Unfall? Ich glaube, das ist ein Unfall. Hattest du Just Cause eigentlich durchgespielt? Ich? Ja, hier, also Just Cause 4, weil Chats. Das war kein schlechtes Spiel, das war eine Enttäuschung. Also das war wirklich eine Enttäuschung. Einfach. Und gleichzeitig eine Frechheit. Es ist so viel. Also wenn man sich das wirklich nicht schön redet und das mal auf sich wirken lässt, sind da eine ganz schöne Menge dabei. Und da weiß man nachher gar nicht mehr, ob man das unter schlechtes Spiel packen soll oder einfach nur unter Enttäuschung. Ja, die Grenzen fließen, das stimmt. Oder einfach nur eine Frechheit oder Faulheit oder such dir was raus. Geldgier? I don't know. Es ist Wahnsinn. Und der Gewinner, der ja jetzt noch nicht announced wurde, den würde ich einfach, ich hätte alle da oben drauf geschrieben. Also ich hätte wirklich alle diese, die ich gerade aufgezählt habe, hätte ich alle da reingebraten. Aber die Leute, die das da draußen entschieden haben, haben sich was anderes gewünscht. Und zwar den größten und beschissensten Kackehaufen, der dieses Jahr rausgekommen ist. Soll ich? Ja. Können wir das bitte, können wir das genießen, alle zusammen? Ein Trommelwirbel? Das war die Fanfare für das schlechteste Spiel 2018 von der Community gewählt. Es ist Fallout 76. Yay! Wer hätte es gedacht? Dieser riesige Kackehaufen. Diese Dreistigkeit eines Millionenunternehmens. Game as Service. Was, was ja mit Freunden ganz viel Spaß macht. Alter Verwalter, das ist so ein riesiger Haufen Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Bethesda sich da nicht schämen kann. Also wirklich, die haben den Release verkackt. Der Release war schon verkackt, bevor er rausgekommen ist, indem sie einen Entschuldigungszettel von Mutti geschrieben haben. Oh, sorry, aber it's a work in progress. Da weißt du schon, dass das riesiger Haufen Kacke wird. Die Dreistigkeit, Fallout 4 einfach zu kopieren und das in den Online-Modus zu portieren. Wo wollen wir weitermachen? Och, wir können gerne noch weitermachen mit dem, wir kaufen uns eine Collector's Edition und da ist nicht mal das drin, was beschrieben wird, was Betrug ist. Naja, jetzt mittlerweile mit Ankündigungen von vielleicht Lunchboxen, also Lootboxen, bis hin halt zu Premium-Munition und was dann halt eventuell noch kommt. Sehr viele komische Entscheidungen bei dem Spiel. Prinzipiell würde ich sagen, wenn es denn funktioniert hätte, eine coole Idee, auch wenn ich nicht so der Game-as-Service-Mensch bin, aber ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Ob sie gesagt haben, hey, wir brauchen auch ein Game-as-Service, lass mal irgendwas machen.
Und rausgekommen ist das. Hä, die haben doch schon dieses andere Online-Ding da. Wie heißt denn das? Elder Scrolls? Ja, das ist ja wirklich ein MMO. Das ist ja aber nicht tatsächlich wirklich so Game as Service. Und das ist auch von ZeniMax direkt, ne? Und nicht von Bethesda. Die sollen, ohne Scheiß, ne? Die sollen sich wirklich richtig, richtig, richtig hart schämen. Aber, und das ist ja das Schlimme an der Sache, es ist okay für die meisten Leute. Es macht mir am meisten Angst vor die, für die zukünftigen Spiele, sei es jetzt halt ein Elder Scrolls 6 oder Project Starfield, wenn die, ich habe einfach nur Angst, sagen wir es mal so. Ich hab Angst. Nee, ich habe meine Hoffnung einfach aufgegeben. Ich habe viel zu viele gute Spiele, auf die ich mich freue, deswegen. Es könnte vielleicht in 2020... Zum Beispiel Outer Worlds? Zum Beispiel. Burn. Also, aber es könnte auch in 2020 die größte Überraschung werden für mich, finde ich, mit Elder Scrolls 6 oder wann auch immer das rauskommt und Starfield. Aber bis dahin habe ich ehrlich gesagt erstmal keine Hoffnung, dass Bethesda jemals noch ein gutes Spiel rausbringen wird. Ich hoffe halt, dass bei denen im intern halt die guten Teams eben an den beiden Sachen arbeiten und halt die schlechten Teams jetzt halt Fallout 76 rausgehauen hat. Das kann ja auch sein. Die haben halt diesen Ubisoft-Schritt gemacht, Bethesda, indem sie ganz viele verschiedene Teams halt auf der ganzen Welt verteilt haben. Und bei Ubisoft hat das am Anfang auch nicht so gut hingehauen. Die wollten dann auch plötzlich alles, ganz viele Teams, die an Assassin's Creed gearbeitet haben, zusammenbringen. Und irgendwie waren die Spiele, hat man den Spielen das halt angemerkt. Und die haben jetzt quasi erst die Runde gemacht und sind wieder nach oben gekommen. Vielleicht schafft Bethesda das auch oder die machen es halt anders und die guten Teams arbeiten eben an den wichtigen Sachen. Ja gut, und schade für Fallout-Fans. Traurig. Ja. Zweite Stelle ist übrigens Atlas. Und das muss man sich mal überlegen. Der Vot war ja nur eine Weile draußen. Atlas kam ungefähr 1,5 Wochen vor Ende des Votes raus. Oder 2. Atlas ist an zweiter Stelle. Und das hätte auch auf 1 sein können. Dieser riesige Scheißehaufen. Auch das ist immer noch, und hier ist ein ganz, ganz großes Problem an der Stelle, was ich gerne kritisieren möchte, ist, dass Streamer / Content Creator ihre Verantwortung oder ihre Verantwortung gegenüber der Gaming-Industrie überhaupt nicht wahrnehmen. Denn diese Kacke, also man hat für dieses Kackspiel vor 4 oder 5 Wochen schon Sponsor-Deals-Angebote gekriegt. Und es ist für mich ein Rätsel, dass das Menschen überhaupt noch spielen können und das promoten. Es ist bei Steam unter den Top-Sellern, was eine fucking Dreistigkeit seinesgleichen ist. Dass Menschen das immer noch schönreden, obwohl dieses Spiel, was ein eigenständiges Spiel sein soll, offenbar und offensichtlich ein DLC sein sollte für ARK. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir uns überhaupt bewegen, was die Spieleindustrie angeht. Aber wenn so eine scheiße Topseller bei Steam ist, kotze ich ins Essen. Ich kotze ins Essen. Es ist wirklich, ich habe selber auch gespielt. Ich habe mir gesagt, okay, gucken wir mal rein. Ich habe ARK damals nicht gespielt. Ich mach das mal an. Ich habe es gespielt. Ich konnte nur im Norden spawnen und im Süden, wo es kalt ist. Ich konnte mir keine Klamotten machen, bin ständig verreckt, weil da kein Stoff ist oder irgend so eine Scheiße. In der Mitte konntest du nicht spawnen. Weil alles voll war. Und der Fun-Fact, dass dieses Video oder mehrere Videos aufgetaucht sind, wo du sehen konntest, dass es als DLC von ARK deklariert wurde, da war es eh vorbei. Und es ist einfach für mich ein fucking Rätsel, wie Menschen das spielen können, das kaufen und es immer noch unterstützen. Denn ich prophezeie, dass wir 2019 und 20 nur noch so eine Rotze vor die Nase kriegen. Es wird immer schlimmer. Es wird wirklich immer schlimmer und immer dreister, was Leute für Sachen abziehen. Und das ist wie mit Early Access. Early Access ging das genauso los damals und es wird, glaube ich, genau dieselbe Scheiße nächstes Jahr werden. Es ist für mich unerklärlich.
Ja, das ist für mich unerklärlich. Ob das alles zu deren PR-Strategie gehört hat, die 4 oder 5 Mal den Launch zu verschieben, oder ob sie einfach wirklich so grenzdebil sind. Aber es hat halt dazu geführt, dass das Spiel Platz 1 auf Twitch war, wo das Spiel noch niemand spielen konnte. Wo ich mich frage, in welcher Zeit sind wir angekommen? Warum gucken hunderttausende Menschen ein Login-Screen an? 5 verschiedene Launches lang. Nee, das stimmt. Denke, nee, was, nee. Was ist da falsch? Das war ja, war das schon bei den Dings? Am Anfang durften die Streamer ja schon spielen auf ihren Stream-Servern da. Ja, dann erst. Also zum Release, der 5-mal verschoben wurde, wo die Leute halt saßen und den Login-Screen angeschaut haben. Das war, aber keine Ahnung. Also entweder war es brillantes Marketing und die Leute sind drauf reingefallen oder sind halt echt grenzdebil. Keine Ahnung. Das war so ein bisschen wie früher, als ich damals meine Facharbeit in der 11 schreiben musste und 3 Wochen Zeit dafür hatte, die fertig zu machen, aber erst die Nacht vorher angefangen habe, an der rumzuschreiben. So war das. So stelle ich mir die Entwickler vor. Irgendwelche 17-Jährigen, die irgendwo da sitzen und sich denken, oh, wir haben jetzt den Launch für morgen angesagt. Wollen wir mal anfangen zu arbeiten oder was? Wäre mal an der Zeit, oder? So, und da haben sie die ganze Nacht durchgearbeitet und um 8 Uhr gemerkt, oh, wir hätten das schon vor einer Stunde rausbringen müssen. Ist Stefan schon wieder da oder pennt er noch? Kannst du dir mal fragen, ob wir verschieben sollen oder einfach nichts sagen sollen? Und erster Schritt dann am Workflow, ändern wir ganz kurz Release-Datum auf Steam auf morgen. Das schaffen wir dann. Release morgen. Stefan ist doch nicht da, verdammt. Wieso haben wir das denn jetzt eigentlich auf morgen schon geändert? Ja. Uff. Platz 3. Übrigens, ich möchte ganz kurz noch einen Punkt auf. Solche Sachen liegen mir immer sehr am Herzen. Spence, das hat nichts mit Meckern zu tun. Das ist einfach Kritik an der Sache. Wenn du jeden Tag Spiele spielst, dann nimmst du das nicht mehr hin. Und wir sollten das auch nicht hinnehmen. Das ist nicht cool. Es ist absolut nicht cool, das hinzunehmen und für okay zu befinden. Denn die Resonanz daraus ist, dass die irgendwann nur noch, dass du nur noch so eine Kacke spielen wirst. Nur noch. Wenn du nichts sagst. Also ist es halt an der Stelle vielleicht wichtig, eventuell den Mund aufzumachen und die frohe Kundin zu verbreiten, dass sich so eine Kacke nicht mehr verkauft. Damit die sich das nicht leisten können. Denn es ist in meinen Augen ganz offensichtlich, auch so wie Fallout, ein Scam. So, jetzt Platz 3. Dazu kann ich nichts sagen. Entschuldigung. Hatte es dann schon angesprochen. Agony. Ja. Hatte ich mich drauf gefreut. Sah ganz cool aus. Wurde verschoben. Hat mit Gewalt gepunktet und ansonsten gab es anscheinend nichts in dem Spiel und die wurde ja im deutschen Raum noch zensiert. Mehr ist anscheinend nicht geblieben, außer ein Kackspiel. Hab da auf Platz 3 gewotet. Hatte ich mich drauf gefreut. Ja, war nicht spielbar. Und das, was ich gesehen habe, war auch... Oh, nee. Ja, nee. Genau, deswegen. Und ich habe es dann einfach gar nicht mehr erwähnt. Selbst für mich kein Sale-Titel. Ist, glaube ich, sogar im Moment im PSN im Sale. Aber selbst da würde ich, glaube ich, nicht zuschlagen. Also ich bin sehr, sehr gut an allem heute dieses Jahr vorbeigeschlittert. Bin, weiß ich nicht... Wie auf der Straße, wenn du halt nur auf die Straße guckst und an jedem Hundehaufen vorbeischlitterst. So. Habe ich alles wundervoll geschafft. Ich habe erst alle vorgeschickt und die sind dann in die Kacke getreten, haben sich beschwert, dass ihr Schuh stinkt. Und dann habe ich gesagt, okay, schade für dich. Ich schlitter dran vorbei und spiele die guten Sachen. Just Cause also, 4 habe ich auch gewartet, habe es mir am Ende nicht gekauft. So wie Super Mario Party? Naja. Naja. Das war so der Kackehaufen, auf dem noch so ein Laubblatt lag, weißt du? Der war so versteckt. So, das Nintendo-Laubblatt lag drauf. Deswegen habe ich dann zugeschlagen. Leute, ich habe gar nicht den Gewinner gezeigt, oder? Nein. Nicht. Oh, nicht. Der Gewinner ist natürlich Fallout 76, Entschuldigung. Ich mache heute Regie, ich habe das verpennt. Okay, Entschuldigung, Verzeihung. I'm sorry, jetzt passt es. Ich habe es gezeigt, ich habe es nachgeholt. Wir können weitermachen, sorry. Nächster? Ja.
Bester Multiplayer, und zwar kompetitiv. Wir hatten auch diesmal zwei verschiedene Multiplayer-Rubriken. Einmal kompetitiv und einmal kooperativ. Ich fand, oder wir fanden, dieses Jahr war das sehr wichtig. Mhm. Beides sind zwei eigentlich komplett verschiedene Dinge. Deswegen haben wir da noch mal extra abstimmen lassen. Und hat auch Sinn gemacht, wie wir gesehen haben. Was war euer liebster kompetitiver Multiplayer? Bin ich komplett raus, spiele ich nicht. Also ich habe einen. Also ich kann dasselbe sagen. Ich habe es. Es war eigentlich dieses Jahr. Ich habe das gesamte letzte Jahr 2018 keinen kompetitiven Multiplayer gespielt. Gestern, da war es halt schon mehr oder minder heute Nacht, also quasi 2019. Haben wir noch Super Smash und Mario Kart gespielt. Und Smash hat mir besser gefallen als Mario Kart. Also kann ich sagen, Smash. Ansonsten habe ich nichts gespielt und das war gestern, weil Silvester war. Also ich spiele sowas sonst eigentlich auch nicht. Ja, Smash ist bei mir auch bester Multiplayer dieses Jahr. Smash Bros. Brothers macht auch im Singleplayer Spaß, aber auch der Multiplayer, zumindest Couch-Koop, Internet, glaube ich, Nintendo und so und Online-Services ist noch nicht so. Da müssen sie noch 20 Jahre, glaube ich, dran arbeiten. Man braucht definitiv diesen Dongle, um per LAN zu spielen. Und wenn man dann das Pech hat, dass man online gegen jemanden spielt, der eben WLAN, nur über WLAN verbunden ist, was bei der Switch sehr, sehr häufig vorkommt, weil man ja extra noch einen LAN-Dongle kaufen muss. Hat man hier eben Pech, aber ich glaube, wenn man so auf der Couch zusammensitzt und zockt, so wie eben Lou und ich gestern auch, wir haben quasi offensichtlich das gleiche gemacht, wir haben nämlich auch Mario Kart und eben noch Mario Party gespielt, dann macht's echt Spaß. Jo. Also das ist echt ein sehr, sehr stabiler Brawler und für jemanden wie mich, der nie Multiplayer spielt gegeneinander, macht's trotzdem unfassbar viel Spaß, also ja. Ja, es ist halt eben, es passiert was, es ist coole Musik, es ist blitzbunt und irgendwie kriegst du am Ende trotzdem noch Rewards, wenn du halt gewinnst und kannst neue Kämpfer halt freischalten. Wie gesagt, wir haben es gestern zu dritt gespielt mit Envy und mit Kalix halt und es hat halt eben Bock gemacht. Das heißt, wir haben halt eben die Nacht halt gesmashed und dann noch ein bisschen halt Mario Kart gespielt. Also wer hat Couch-Koop, wer hat online, kann ich nichts so sagen. Genau. Oder Couch gegeneinander, nicht Koop, sondern Couch versus. Genau. Ich würde, glaube ich, würde auf Warships bleiben. Das ist das Einzige, was mir gefällt. Da sehe ich wenigstens noch einen Stich. Da bin ich nicht ganz so schlecht drin. Bei Shootern hört es meistens immer auf. Ich habe dieses Jahr noch World War gespielt. World War 3? World War 3, das war ganz cool, aber auch der Release richtig hart verkackt und das Spiel ist, glaube ich, dann auch leider Gottes gestorben, weil der Release halt ziemlich hart gegen den Baum gefahren wurde. Also wirklich extrem hart. Das war einer der schwierigsten Releases dieses Jahr für mich. Aber ansonsten, glaube ich, hätte ich keinen Competitive Multiplayer, den ich jetzt mitzählen kann. Es geht übrigens nicht immer darum, dass 2018 nur 2018 Sachen sind, Leute. Warships kommt nicht 2018 raus. I know, I got it. Aber es ist ja immer subjektiv oder objektiv? Subjektiv, was für ein? Subjektiv, was 2018 so dein Ding ist. Also deswegen, für mich ist es Warships und World War 3. Ja. Aber was haben denn die Leute gezogen? Warte. Der beste kompetitive Multiplayer von der HC Erchmein Plankenschnack Community gewählt. Battlefield 5. Mir kannst du das nicht andichten. Ich habe das nicht gespielt dieses Jahr. Ja, aber deine Zuschauer. Kann sein. Battlefield 5, bester kompetitiver Multiplayer. Ja, gut, kann sein. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus in dem Bereich. Ich spiele keine Multiplayer gegeneinander. Wenn überhaupt, dann nur miteinander. Von daher.
Ja, Battlefield 5. Meint jetzt Leute, kein Horizon, nein. Eher das, zu überraschen, aber gut. Das zählt für mich übrigens auch in die Kategorie, die wir eben gerade davor hatten. Das war... Ja, nicht so gut, oder was? Naja, es ist halt einfach schon wieder... Ich bin immer der Einzige, der so lange rantet über Sachen. Ich fühle mich mittlerweile schon schlecht, aber Battlefield 5 wurde released mit einem unglaublich beschissenen Fiasko, das mit 5 verschiedenen Release-Terminen und mit 5 verschiedenen Release-Terminen plus, dass der Content für den Release-Termin, der eigentliche Release-Termin noch gar nicht da war. Das heißt, die Hälfte von dem Spiel hat eigentlich gefehlt zum Release. Und ich zum Beispiel, warum mich das eigentlich tierisch ankotzt, ist, dass es da haben Sachen gefehlt, was für mich ein No-Go ist. Wenn ein Spiel rauskommt, ist es da und dann soll es auch da sein. Und ich habe das Spiel vorbestellt für richtig viel Kohle und irgend so ein Eiernacken, der sich so ein Abo gemacht hat bei denen, so ein Premium-Abo-Zeug für ein paar Euro im Monat, der durfte das schon früher spielen. Also wurde quasi mein Geld wurde abgewertet und ich habe es zurückgegeben und habe gesagt so, ja, dann nicht. Dann tschüss. Dann gehe ich halt. Weil das fand ich absolut nicht cool. Und ich bin auch der Meinung, dass EA aufhören sollte, DICE so hart in die Gegend oder in die Richtung zu pushen, dass sie jedes Jahr ein Spiel rausbringen müssen. Weil man merkt einfach, dass die Zeit gar nicht da ist. Und das sehen wir auch, also ich sag mal so, man sieht es ganz klar auch in den Aktienkursen von EA, die gingen dann nämlich in den Keller. Und auch Battlefield 5 wurde, ist fast mit eins der wenigst verkauften Spiele von dieser Reihe. Und das widerspiegelt das Ganze. Also ich habe es nicht gespielt, kann mir schon vorstellen, dass das bestimmt auch Spaß macht mit Freunden, wie alles andere auch. Da könnte man nämlich auch den Graswachs-Simulator auf der Couch spielen, der würde mega viel Spaß machen. Aber ich, also für mich war es auch Battlefield 5 der Enttäuschung. Ja. Haben wohl weniger COD-Spieler abgestimmt. Dafür ist Call of Duty Black Ops 4 auf Platz 2 gelandet. Relativ knapp auch. Mhm. Also nicht mal einen Prozentpunkt voneinander entfernt. Soll der Rant gleich weitergehen? Nein, nein. Okay, da kann ich auch noch. Jetzt nicht übertreiben. Wir wollen ja die Besten, nicht die Schlechten. Multiplayer-Spiele. Und Platz 3 hatten wir bei ja schon genannt. War Smash. Das hätte ich mir zum Beispiel ganz oben gewünscht. Im Vergleich zu dem anderen. COD war super gehypt. Also wirklich jeder war der Meinung, COD wird der Shit dieses Jahr. Und sie haben es alle wieder fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Schwupp war es weg. Und naja gut, 2 Wochen später... habt ihr das schon mal mitgekriegt, dass die ganzen Publisher ihre Spiele rausbringen und nach 2 Wochen ihren scheiß Ingame-Shop reinpatchen? Ja, klar. Um den einfach vor den Reviews irgendwie so, den so durchzuschleusen? Doch klug, oder nicht? Das ist richtig klug. Das sind richtige Ficker, sind das, sage ich euch. Das ist mir, ich weiß gar nicht, wer mir das letztens gesagt hat. Irgendeiner hat mich mal darauf aufmerksam gemacht. Bei Battlefield ist das ja auch so. Release ist gar nicht da, dann wird's reingepatcht, die Reviews sind raus und alles ist cool. Super abgefahrene Kacke. Also ich fand Black Ops jetzt auch nicht so cool. Vor allen Dingen, weil auf der Map auch schon wieder alles recycelt wurde und alte Maps und andere Sachen von früher einfach wieder genommen wurden und da reingebaut wurden. Es hat Spaß gemacht. Also das kann man nicht anders sagen. Aber cool ist es nicht. Wundert mich, dass Global Offensive mit ihrem Battle Royale Modus nicht weiter oben gelandet sind. Ist eigentlich schon draußen. Ja, oder warum ist Fortnite da nicht bei? Keine Ahnung. Boah, Fortnite ist relativ weit oben. Nein, ich meine jetzt in der Abstimmung. Wundert mich halt, weil es halt... Ja, das ist die falsche Community. Weil, also ich sag mal, aus meiner Community und ich denke mal auch aus euren Communities auch, wir sammeln alle Leute, die Fortnite hassen. Und das ist kein Witz. Also ich glaube, wenn ich bei mir frage, ob jemand Fortnite mag... Dann antworten da 10 Leute von 100, die sagen, oh ja, Fortnite ist gar nicht so verkehrt. Und der Rest sagt, boah, Fortnite ist total die Scheiße. Naja, Fortnite ist auch das Spiel ganz, ganz oben gerade. Natürlich, das klar. Das hat natürlich die meisten Leute, die dann sagen, Fortnite. Das ist so wie
Ninja, erfolgreichster Streamer auf Twitch, aber in jeder anderen Community, wenn du fragst, dann halt hat jeder eine Meinung zu ihm halt. Das ist halt so. Sind halt diese beliebten Sachen. Hm. So, ich meine, jetzt kannst du es ja gerade lesen im Chat. Jetzt kommen wir zu einer unglaublich schönen Kategorie, die mich wirklich freut. Wo ich, da könnte ich nicht mal was Schlechtes zu sagen. Na gut, außer bei dem Einspiel. Obwohl zwei von drei. Es fühlt sich wirklich so an, als wenn man nur noch schlechte Sachen erzählt, aber das stimmt ja gar nicht. Aber ihr habt das halt gewotet. Ihr müsst mal gute Spiele voten, Mann. Was macht ihr da draußen? Was spielt ihr in eurer Freizeit? Wir spielen doch extra schon über die guten Spiele. Na, bis auf Slappy. Co-op. Wird eigentlich mit C geschrieben. Nee. Bei mir haben wir das als mit K geschrieben. Wollte ich gerade sagen, du schreibst das halt mit K. Du auch. Was? Obwohl in Deutschland heißt es kooperativ und dann wird es auch mit Co geschrieben, ne? Ja. Mit K. Ja, das habe ich geschrieben. Achso, okay. Na gut. Ja, was war das beste kooperative Multiplayer-Spiel? Für mich definitiv A Way Out und Monster Hunter World. Beide habe ich gefeiert, tatsächlich. Ja. Also ich spiele nicht viele Multiplayer, ich sag's nochmal. Aber dieses Jahr kamen ein paar und ganz im Ernst, ich freue mich wie Hulle auf Herbst, wenn das Monster Hunter World DLC rauskommt mit der Eiswelt. Habe ich auch schon überlegt, nochmal zurück dann zum Spiel zu kehren. Wenn es halt zeitlich passt, bin ich gespannt drauf. Ich überlege sowieso die ganze Zeit zurückzukehren und endlich mal zu beenden, weil ich immer noch die letzten zwei, drei Monster nicht gelegt habe. Ich habe es damals einfach aufgehört, weil... Naja, du bist damals so weit vor gewesen dann irgendwann, weil ich damals krank war und nicht zocken konnte. Deswegen, ja, hatte ich dann keine Lust, das alleine nachzuholen. Also müsste ich das vielleicht mal machen. Kämpf dir, ist kein Problem. Komm mit. Ja, ich würde es gerne mal wieder spielen. Aber jetzt ist es schon wieder so lange her, dass ich halt wieder viel vergessen habe. Ja, das ist kein Problem. Muscle Memory ist weg. Ja. Kommt von alleine wieder. Das glaube ich. Ja, wirklich. Das ist super. Und was hatten sie nochmal jetzt für einen Char angekündigt? Das war jetzt, es war ja quasi auf der PlayStation damals Aloy. Und was hatten sie jetzt noch angekündigt? Assassin's Creed. Ah. Hatte ich nicht irgendwo Geralt gesehen? Ich überlege gerade. Geralt habe ich gesehen, aber nicht hier. Moment, wo habe ich denn den als... In Soul Calibur? Ah, okay. Bring ich die Spiele durcheinander. Weiß es nicht mehr. War das Soul Calibur, wo man mit Geralt spielen kann? Oder war das noch ein anderes? Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich dachte, Geralt gibt's doch in... Ach so, doch. Ah, okay. Ja, genau. Ah, okay. Ja gut, dann kann man ja nochmal als Gerd Song. Ja, sehr gut. Spätestens dann muss ich es auch spielen, ja. Naja, war auch absolut meins. Also in Monster Hunter habe ich über 150, 160 Stunden verbracht in sehr kurzer Zeit. Und das mega. Ich glaube, der Chat nur noch so, oder der Stream so, oh nein, ich spiele schon wieder Monster und yeah. Ich muss zugeben, zum Zugucken ist es nicht so prickelnd. Gebe ich zu. Aber zum selber Spielen ist mega gut. Und das Größte, die größte Überraschung und den größten Spaß hatte ich mit Slappy. In The Way Out. Ja, das war großartig. Beim Arm drücken. Unvergessen. Halbe Stunde. Oh Gott. Wie zwei Kinder. Unmöglich. Ich hab gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du bist der Mann. Du darfst mich beschützen. Oh. Hast du dir jetzt selber eine runtergehauen? Nein, gegen das Mikrofon. Oh mein Gott. Ja, ich habe ja schon zugestimmt, das wäre auch das, was ich halt gespielt habe. Way Out und Monster Hunter. Fand ich halt beides sehr nice. Und ich habe im Armdrücken verloren. Gegen eine Frau. Bratzkeim. Da hat irgendwann die Hand so einfach scheiße weh vom Drücken. Alter Schwede, ey. Danke. Ist kein Problem. Oh.
Sag mal, Markus, holst du dir ständig an deinem PC einen runter oder warum hast du Zeva da? Ja, deswegen stehe ich auch die Handcreme hier, na klar. Sehr gut. Ich muss mir mal so einen Drücke-Lotion-Spender fürs Meme besorgen. Das wäre geil. Ich glaube, den setze ich mir mal auf die Wishlist. Nun gut. Ja, dann Slappy, dein Moment. Zieh den Umschlag. Koop. Oh, falsch rum. Der beste Koop-Titel 2018 geht an A Way Out. Hm. Gut abgestimmt. Ja. Muss ich auch sagen, hat mich sehr überrascht, dass es doch so gut geworden ist. Also bei dem, ich meine gut, der Entwickler, der war ja jetzt nicht ein unbeschriebenes Blatt, sagt man, ne? Der hat ja vorher schon ein Spiel namens Brothers, A Tale of Two Sons, rausgebracht. Genau. Fantastisches Spiel. Und der experimentiert halt gern. Und dass das Experiment mit A Way Out auch wieder so gut hinhaut, das hat mir nicht nur Hoffnung in ihn gesteckt, sondern eben auch Hoffnung an Microsoft hat das gepublished, ne? Deswegen war es EA. EA meine ich, genau. Hat mir Hoffnung in EA gesteckt, weil EA das eben finanziert hat und eben ein bisschen freie Hand gelassen hat und gesagt hat, wenn du die Vision hast, hey, hier hast du Kohle, mach das fertig. Und muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen von EA. Vielleicht macht EA ja in den nächsten 2-3 Jahren auch so eine Ubisoft-Wandlung hin, dass die wieder ein bisschen Geld in Qualität statt Quantität reinstecken. Mal gucken. In manchen. Genau, was halt auch gesagt wird, man konnte es ja, glaube ich, zu zweit spielen, auch wenn es nur einer gekauft hatte. Also genau. Das heißt, man brauchte halt auch nicht zwei Versionen davon, was auch ziemlich cool war, damit man halt das Koop-Spiel, was als solches halt ja erfunden wurde, dann auch spielen kann. Ja. Mhm. Ja, war ein cooles Game. Also, finde ich gut. Ja, das fand ich auch schön. Platz 2 hatten wir auch genannt. Monster Hunter World. Habt ihr abgestimmt. Auch das war, wenn man zusammenspielen konnte, sehr gut machbar. Lobbys haben gut funktioniert, du konntest halt die Monster schnitzeln, hat super Spaß gemacht. Wir haben es bei uns im Stream mit Leuten aus der Community halt gespielt im Stream. Hat halt super funktioniert und ja, von daher kann ich das nachvollziehen. Das erste Mal, dass ich mit der Community was gezockt habe, da ich ja eigentlich überhaupt nicht auf Multiplayer und sowas schaue. Aber es war am Anfang, ich so, nein. Die so, oh, spielen wir dann nicht? Nein, ich spiele das nicht. Kann man auch so spielen. Aber es hat nach relativ kurzer Zeit, es hat so Spaß gemacht. Ne, du hast ja die 10 Leute, die reinkommen und komm, wir erledigen das. Und jeder weiß einfach, was er zu tun hat und es funktioniert. Und man freut sich und farmt sich da seine Sachen zusammen, um seine Waffen zu craften. Ich fand es großartig. Ich habe super viel Spaß gehabt. Und Platz 3 ist tatsächlich ein Split-Ding. Gleich weil die Punkte gleich sind. Destiny 2 und WoW. Überrasch mich. Also, dass WoW zumindest so weit oben ist, weil das kriegt momentan ja zumindest von der eigenen Community ordentlich den Marsch geblasen. Echt? Mhm. Ich bin ich gar nicht mehr im Thema. Warum? Kannst du es irgendwie in einem Satz zusammenfassen, was da los ist? Weil Battle for Azeroth, also ich meine, bei jedem Add-on gibt es Drama, dass es nicht so gut ist wie das letzte Add-on und trotzdem spielen es immer mehr Leute wieder seit ein paar Monaten. Das Problem ist, sie haben halt mit Legion ein wirklich, wirklich gutes Add-on rausgebracht nach vielen, vielen Jahren mal wieder und Battle for Azeroth scheint, also Legion schien ihr letztes großes Ding gewesen zu sein, was WoW anbetrifft. Danach sind ja auch viele Leute aus der Firma rausgegangen. Also ich weiß nicht, John Metzen, glaube ich, oder so. Ich glaube, der also war wirklich, schon vorher. Kann auch sein. Auf jeden Fall wirklich viele wichtige Leute. Ja, Mike Morhaime ist jetzt mittlerweile auch weg. Genau, aus der WoW-Geschichte raus. Und offensichtlich merkt man das in Battle for Azeroth. Mir persönlich hat der Singleplayer, oder was heißt Singleplayer, aber der Level-Content hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auf Allianz-Seite, auf Horde-Seite jetzt nicht so viel, aber ich fand es an sich ein gutes Add-on, als es rauskam, als man wirklich nur gelevelt hat,
Legion haben sie abgeschlossen. Es war ein bisschen traurig, dass man eben die Legendaries verloren hat, auch so mitten im Level, dass sie das nicht dann irgendwie ab 110 direkt rausgehauen haben, sondern erst auf 115 und man dann erst bei Level 115 plötzlich gemerkt hat, oh, ich werde irgendwie immer schlechter statt immer besser. Das haben sie schlecht irgendwie gemacht, aber an sich die Story, was sie dahinter gemacht haben, die ganzen Videos, die sie wieder einmal in guter alter Blizzard-Manier rausgehauen hat, waren sehr, sehr gut. Es fing halt erst dann an beim Endgame-Content, der irgendwie komisch war. Also da hat man gemerkt, sie machen immer mehr RNG und du fühlst dich eher wie in einer Lotterie, wo wirklich geguckt wird, was ist dein Item-Level? Okay, dein Item-Level ist jetzt, weiß gar nicht mehr, es ist schon wieder zu lange her, ich glaube 600 oder so ungefähr war es da. Oder was, vielleicht doch 400? Ist auch egal, auf jeden Fall, dann wird dein Item-Level genommen, dann kriegst du halt irgendwie ein richtig, richtig gutes Item, aber dieses richtig, richtig gute Item ist halt irgendwie nur zwei Item-Levels über dir. Und dann ziehst du das an, dein Gesamt-Item-Level steigt dann um einen Punkt und beim nächsten Mal, wenn du diesen gleichen Content machst, wird dann wieder geschaut und dann wird dir wieder ein besseres Item gegeben. Eigentlich das Gleiche, nur eben mit ein paar Punkten mehr obendrauf. Und das ist eben Kacke. Das ist wirklich Kacke, weil du fühlst dich halt einfach verarscht. So. Du kannst nicht mehr planen, was du Sachen, Ausrüstung, genau, Equipment anziehen kannst, sondern du bist dem RNG komplett hilflos erlegen. Also ist nicht mehr wie früher, wo ich sagte, in der guten alten Zeit als Schurke, ich möchte den Kern und Zahn aus Molten Core, der droppt bei dem und wenn der droppt, bekomme ich den, weil ich habe DKP am meisten und ich biete das und ist jetzt alles total, hey, wo sind die Würfel? Du kriegst den, du kriegst den mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, aber den gibt es eben in 20-facher Ausführung mit jeweils zwei Item-Level drüber oder mehr, damit, wenn du den einmal gedroppt bekommen hast, du immer noch Grund hast, eben in die Instanz zu gehen und den nochmal zu bekommen. Nee. Ist nicht mehr mein Spiel. Ja, ich hab's früher echt geliebt, ich hab 7 Jahre alt gespielt, aber das klingt alles für mich halt so. Ich fand's damals halt schon schlimm, dass sie halt eingeführt haben, dass es halt die Instanzen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen halt gibt, dass du es halt einmal quasi auf einfach, normal, also 10er, 25er, normal, einfach, heroisch. Du hast halt irgendwann einfach dieses First-Kill-Feeling halt nicht mehr, wenn du den halt in leicht schon umhaust und dann nachher in normal über heroisch halt machst und dann halt jedes Mal Loot halt in besseren Versionen. Da war ja aber noch fix, welche Version dann. Und das war so das Letzte, was ich mitgemacht habe und das hat mir schon nicht gefallen. Tatsächlich Loot, wie er verteilt wurde damals, fand ich halt am coolsten. Naja, Relikt der Vergangenheit. Wie gesagt, aber das Leveln bis 120 hat echt Spaß gemacht. Also das kann ich, wer es noch nicht gemacht hat, dem kann ich das empfehlen, aber danach vielleicht mal alle Sachen einmal angucken. Ich habe halt schon mal für später vorbereitet, dass ich das Fliegen freischalten kann, sobald es dann kommt. Also die Schritte habe ich alle abgeschlossen, so weil ich noch ein bisschen Bock hatte, den Content noch mitzunehmen und mal ein paar Mal zu wiederholen, aber irgendwann wurde es dann auch langweilig und dann habe ich mein Abo gekündigt. Seit November läuft das jetzt nicht mehr und jetzt warte ich darauf, glaube ich, bis das nächste Add-on kurz vorm Release steht. Dann macht es meistens tatsächlich Spaß, weil du dann durch den ganzen Content durchrushen kannst und dann ein gutes Tempo hast. Habe ich bei Legion genauso gemacht. Da habe ich auch erst angefangen, kurz bevor Battle for Azeroth rauskam. 2 Monate oder so. Habe es dann wirklich 2 Monate gespielt, weil mir Legion echt Spaß gemacht hat. Ja, und so. Ja, aber nichtsdestotrotz auf Platz 3 der am besten abgestimmten Koop-Spiele. Ja. Destiny 2 kann ich leider auch nicht zu sagen. Habe ich auch nicht gespielt. Ich habe nur Destiny 1 gespielt. Also die beiden waren halt exakt punktgleich oder prozentual gleich. Ich habe Destiny 2 gespielt, aber ich habe Destiny 1 nicht gespielt. Mir hat Destiny 2 sehr, sehr viel Spaß gemacht, zumindest das Grundspiel. Das DLC, ich kann mich irgendwie nicht dazu bewegen, das weiterzuspielen, ich weiß nicht. Oder alle DLCs. Ich habe alle einmal kurz angespielt und fand die Story nicht mehr so. Ich habe es halt wegen der Story tatsächlich gespielt und nicht wegen dem Multiplayer-Gedöns oder so, was man da vielleicht hat. Die Raids, die sie da haben. Es ist halt Destiny, gutes Gunplay, es macht Spaß zu schießen mit Maus, auch mit Controller. Ich habe es halt auf beiden Plattformen gespielt, also Konsole und PC, macht beides Spaß. Forsaken soll sehr gut sein, habe ich auch gehört, aber irgendwie, ich habe da nicht so einen Bezug, also ich finde da noch nicht so den Bezug zu. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Shooter-Kapazitäten wieder ausgereizt habe mit dem Grundspiel im letzten Jahr und jetzt noch wieder
5 Jahre warten muss, bis ich wieder endlich einen Shooter anfasse und dann spiele ich Forsaken auch durch oder so. Mal gucken. Hm. Nun. Noch irgendjemand? Ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Eine gute. Hat sie schon was gesagt? Nee, ich will da nichts zu sagen. Nee, nee. Ich hab, ich spiele, was? A Way Out hast du doch selber auch 3. Ja, hab ich schon gemacht. Ihr habt doch jetzt über WoW dann gesprochen. Ja, ja. Also zu A Way Out habe ich schon was gesagt. Die anderen Spiele, Monster Hunter würde nichts Sinnvolles bei rumkommen und bei Destiny und WoW auch nicht, deswegen habe ich nichts zu sagen zu. Nee, nee. Weiter. Die Indie-Spiele. Mm, eine bezaubernde Ecke. Indie-Games. Indie-Games. Ich muss zugeben, das ist, glaube ich, das erste Jahr seit vielen, vielen Jahren, wo ich wirklich nicht viele Indie-Spiele gespielt habe. Ein paar, aber bei weitem nicht so viel wie früher. Also bin ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe super viele Indie-Spiele gespielt dieses Jahr. Was war denn dein Lieblings-Indie-Spiel dieses Jahr? Mein Lieblings-Indie-Spiel dieses Jahr war, würde ich glaube ich mit ganz, ganz viel Abstand Mutant Year Zero nehmen. Jo. Das war einfach ein Traum. Das war für mich wirklich ein Traum. Das war, ich habe es geliebt. Ich gucke es heute noch mit glimmernden und flimmernden Augen an, weil es mir wirklich so gut gefallen hat. Und die haben alles richtig gemacht. Also sie haben halt zwei verschiedene Versionen gehabt. Einmal eine Premium quasi oder eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dann die nennen wir sie einfach die Gold Edition, und es gab eine normale Edition, und die Gold Edition hat 50 Euro gekostet, glaube ich, 53, 54. Und theoretisch hättest du damit früher spielen können, wenn du sie gekauft hast. Und sie haben einfach gesagt, ach, wisst ihr was, Alter, leck mich am Arsch. Und alle haben den gleichen Release-Termin gekriegt. Also sie haben nachher quasi am selben Tag gesagt, die normale Version, komm, scheiß die Katze drauf, alle können gleichzeitig anfangen. Und das fand ich persönlich sehr cool. Und das hat auch so ein bisschen das widerspiegelt, was das Spiel mir wiedergegeben hat. Und zwar sehr, sehr viel Liebe. Die Charaktere, die Figuren waren sehr schön, die Story war sehr nice. Es ist halt kein AAA XCOM 2, aber die Grundzüge waren da und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also das war definitiv der beste Indie-Titel für mich dieses Jahr mit Dead Cells und Rimworld, die so einhergehen. Mhm. Ich habe zwei Sachen bei mir. Einmal ein Spiel, das tatsächlich dieses Jahr auch rausgekommen ist, und einmal eins, das ich dieses Jahr gespielt habe. Wie ein Bescheuerter. Die letzten Tage habe ich vorhin auch schon erzählt. Jetzt habe ich es gespoilert. Einmal Celeste als bestes Indie-Spiel des Jahres, das auch wirklich dieses Jahr rausgekommen ist. War ein Plattformer, der mal wieder was Neues reingebracht hat, fand ich zumindest, sich frisch angefühlt hat. Plattformer gerade von Indie-Developern, also viele Indie-Entwickler bringen halt immer und immer wieder als allererstes Projekt oder als zweites Projekt so ein Plattformer raus, weil es halt, glaube ich, am simpelsten ist oder so. Viele scheitern, obwohl es super Spiele sind, aber Plattformer-Markt ist halt sehr, sehr, finde ich, übersättigt. Oder zumindest gibt es nicht viele, viele Abnehmer für Plattformer. Wenn man eins sucht, das dieses Jahr rausgekommen ist, ist Celeste auf jeden Fall das beste Plattformer-Erlebnis, würde ich mal jetzt so sagen. Einfach richtig gutes Spiel mit einer ganz netten Story im Hintergrund, sehr guten Leveln, einem guten Pacing, was so was die Schwierigkeit angeht. Also es wird halt wirklich sehr, sehr schwierig zum Ende hin. Aber bis man dahin kommt, hat man auch noch einiges zu schaffen. Guter Soundtrack, so sieht's aus. Von daher, das war mein Lieblings-Indie-Spiel, zumindest das dieses Jahr rausgekommen ist. Ansonsten eben Software Inc. Ist schon seit 2015 im Early Access, ist immer noch in der Alpha-Phase, aber kriegt regelmäßig Updates. Und jetzt seit dem Oktober-Update, ich habe vorhin schon drüber geredet, ich habe es bis zum Verrecken jetzt gespielt die letzten Tage, und es hat mir echt unfassbar viel Spaß gemacht, da mein Milliardenunternehmen aufzubauen aus dem kleinen
Kollegen, der 1980 als 20-Jähriger anfängt und dann irgendwann das erfolgreichste Tech-Unternehmen der Welt führt. Einfach nur, weil er ein paar Game-Engines und eine Mobile-Plattform rausbringt. Sehr, sehr gut gemacht. Und mit unfassbar viel Tiefgang vor allen Dingen. Du kannst irgendwann Projektmanager einstellen oder benennen, die deine Spiele immer alle 2-3 Jahre im Turnus quasi als Fortsetzung rausbringen. Du musst fast gar nichts mehr machen. Die kümmern sich ums Marketing und alles. Du kannst nur noch irgendwann, hatte ich das Spiel durchgespielt. Ich war der reichste Mann der Welt, mehr oder weniger. Und dann habe ich einfach nur einem Projektteam so 3 Projekte gegeben, die ganzen erfolgreichen Softwaren, die ich vorher schon entwickelt hatte, nur noch immer und immer wieder rausgebracht haben und mein Kapital halt einfach steigen lassen. Und dann habe ich nur noch auf schnellste Geschwindigkeit geschaltet und es ging einfach, die Jahre gingen einfach hin und bis ich dann irgendwann 65 Jahre alt war und in die Rente gegangen bin. So, und ich wurde immer reicher. Fantastisches Spiel. So, du steckst am Anfang halt wirklich viel Arbeit rein, mehr oder weniger. Und irgendwann kannst du dich so ab 40 auf deinen Lorbeeren ausruhen und bist halt ein Software-Mogul Steve Jobs oder so. Keine Ahnung. Steve Jobs. Ja, Software Inc. Sehr, sehr geiles Spiel. Wirklich. Aber schwierig auch. Zumindest am Anfang. Bei mir ist es Graveyard Keeper. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich mal den PC angeschmissen habe und was auf PC gespielt habe. Ich hoffe, dass es irgendwann noch auf die Konsole kommt. Das fand ich großartig. Da habe ich mega, mega, mega viel Spaß dran gehabt. Ich habe es irgendwann nicht mehr weitergespielt, aber das ist, spielt es noch weiter. Und Subnautica. Das darf ich nennen. Das ist erst vor 1,5 Monaten für die Konsole erschienen. Ich habe so lange gewartet und das sind meine Indie-Titel. Absolut. Ja, es ist schwierig, weil halt so viele Kategorien eigentlich, also besser das Indie-Spiel, aber es gibt ja auch eben so viele Unterscheidungen. Deswegen ein Indie-Spiel zu nennen, ist halt verdammt schwierig. Und weil es mittlerweile ja Indies in jedem Bereich halt gibt oder in jedem Genre, deswegen weiß ich nicht, was ich nennen will. Subnautica ist wirklich richtig, richtig gut, klar. Graveyard Keeper war richtig gut. Weiß ich nicht. Ashen war richtig gut, also... Und es wurden auch noch Spiele dann von euch gewählt, die auch richtig gut waren. Also von daher, es war ein verdammt gutes Indie-Jahr. Ich möchte mich jetzt nicht auf eins festlegen, keine Ahnung. Ich habe 3 jetzt genannt. Ich habe auf Dizzy gehört. War mir jetzt besorgt. Das war auch gut. Da hat Dizzy gesagt, das soll so super sein, ja. Das soll ich mir holen. Richtig, das war auch verdammt gut. Moonlighter war großartig, ja. Ja, da bin ich noch gespannt drauf. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Moonlighter war großartig. Hat wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch ein tolles Spiel. Ja. Es gab so viele tolle Spiele dieses Jahr. Die Indies, da ist Verlass drauf. Gott, da geht mein Herz auf. Da muss ich mir nicht so oft in den Mund kotzen. Das ist sehr schön. Also das ist, da gab es dieses Jahr echt, uff. Jam, jam, jam. Aber wer hat denn jetzt gewonnen nach Votes? Das beste Indie-Spiel 2018 von euch gewählt. Trommelwirbel. Mit Liebe auf Platz 1 gehoben. Oder Votings. Graveyard Keeper. Graveyard Keeper. Nice. Dieses Mal auch mit einer pünktlichen Einblendung für euch da draußen. Ja, da kann man schon mal stolz sein und mal klatschen. Gut. Nee, ist gut jetzt. Ich hab's nicht gespielt. Also, geh davon aus, Mottos du Stardew Valley? Ja. Dann magst du das auch. Ich weiß es nicht, weil ich glaube, es hat mehr... Das mehr hat so mir Sachen, besser gefallen als Stardew Valley. Ich glaube, aber Graveyard Keeper hat viele Sachen, die, wo man viel mehr
erstmal Pause machen muss und halten muss, um weiterzukommen und erstmal Dinge erledigen muss, die man in Stardew Valley nicht machen musste. Deswegen bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste es vielleicht mal spielen, um mir selbst ein Bild zu machen. Aber vorher kann ich das auch nicht. Deswegen, ja. Das ist übrigens gerade bei GOG im Sale. GOG.dc.tv. Was? Ja. 2018 bestes Indie-Spiel Graveyard Keeper. Auf 2 war Dead Cells. Auch ein sehr gutes Spiel. Mm. Habe ich auch gespielt. Ja. Sehr gutes Feel. Also Juice. Niemals das, geschafft. Ich auch nicht. Nie über das erste Level hinaus. Ach so, doch, das schon. Nee. Also ich habe dann den Boss im... Ach, weiß ich nicht mal mehr, wie der hieß. Irgendwo bin ich dann an irgendeinem Boss vorbeigekommen, aber weiter hatte ich dann auch keine Lust mehr zu spielen. Ich habe es leider... Mir fällt gerade ein, aber das war ein DLC. Nee, das war ein Patch. Wie hieß denn das nochmal? Das, dieses Shooty-Spiel von oben, wie Isaac... Ruiner? Wie? Ruiner? Nee. Enter the Gungeon. Ja, das... Enter the Gungeon habe ich auch dieses Jahr, fällt mir gerade eingespielt. Und das war auch ein sehr gutes Indie-Spiel. Ich meine, das ist letztes Jahr, glaube ich, schon rausgekommen. Ja. Hat aber dieses Jahr einen großen Patch bekommen. Deswegen würde ich da auch jetzt nochmal sagen, das würde auch noch da irgendwie in die Liste gehören. Jetzt nicht auf die natürlich, weil die habt ihr abgestimmt, aber auf meine Liste. Enter the Gungeon habe ich zumindest zum ersten Mal durchgespielt, also den allerersten. Das ist aber nicht auf Platz 2, sondern Dead Cells. Dead Cells, ja. Ja, Dead Cells ist auf Platz. Es fiel mir nur gerade ein. Dead Cells, sehr, sehr gutes Feel, also sehr, sehr guter Juice, wie man sagt. Bei Slappingtons. Wer sagt denn das? Wenn man das Schwert auf einen Gegner haut, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Fühlt sich sehr gut an. Gutes Spiel. Guter Soundtrack auch, tatsächlich. Mhm. Gute ja. Twitch-Integration. Das auch. Huch, die ist... Oh Mann, ey. Das ist wirklich ein Zauberwerk. Und ich würde mir wünschen, es würde mehr Spiele mit Twitch-Integration geben. Mehr solche Spiele, die waren echt cool. Dead Cells war wirklich sehr geil. Game Feel, genau, Andy. Celeste und Frostpunk übrigens gemeinsam auf 3 von euch gewotet worden. Gleichstand. Mhm. Das waren sie, die ersten 3 Plätze. Kommen wir zu einer der wichtigsten Kategorien überhaupt. Ich bin gespannt. Also, dass die Game Awards das selbst nicht mit drin hatten. Ja, das zeigt, wie fortschrittlich wir hier sind und wie prestigereich dieser Preis ist. Das beste Horizon Zero Dawn des Jahres 2018. Wir haben die Boob-Physics rausgenommen und das dafür reingenommen. Ja, zu Recht aber auch. Also, Gab nicht viele Boob-Physics dieses Jahr, muss man auch dazu sagen. Nee, aber in der Kategorie ging es heiß her. Ja. Also da ging es wirklich heiß her. Das war umstritten. Also wirklich umstritten, wer das gewonnen hat. Nein, lol. Ich hab's nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich hab's nicht ganz verstanden, warum da Zahlen standen. Viele, ehrlich gesagt. Du hast aber auch noch nicht den Endscreen gesehen, oder? Nee. Das, was Markus aufgeschrieben hat, stimmt so gar nicht. Was? Wieso? Ich habe euch da so hart reingetrollt. Ich würde an eurer Stelle jetzt den Stream aufmachen, bevor du den Umschlag gleich ziehst. Warum? Ich sag's nur. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Nicht? Hier auf dem Schlauch, nee. Was hast du denn? Was hast du? Öffne doch mal deinen Umschlag. Jetzt soll ich mal meinen Umschlag. Öffne mal deinen Umschlag, ja. Also, bestes Horizon Zero Dawn laut meiner Daten. Gewählt von der Community ist God of War. Ja. Hast du den Stream auf? Ja, jetzt ja.
Okay. Dann, Ich brauche ein Weilchen, bis der ja, ja. bei mir. Auf meinem Zettel ist das beste Horizon Zero Dawn. Ich glaube, ich habe 5 Stunden Delay. Ja, passiert ja, nichts. Ich sehe auch noch nichts. Was? Was? Verstehe ich nicht, was ist das? Also ich kenne das Meme, aber genau so gucke ich gerade. Richtig, genau so war die Frage auch gemeint damals. Ich habe das ernst genommen. Echt? Also ich habe das. Ich habe das dieses Jahr. Also ich habe ein bisschen frei interpretiert und das war meine Interpretation davon. Hm. Naja, jedenfalls. Weil die Votes, also ohne Scheiße, ich habe die Votes aufgemacht, da stand so viel Scheiße drin, dass ich mir irgendwie gedacht habe: Ey, okay, wenn ihr so viel Scheiße reinschreibt, dann kriegt ihr auch Scheiße zurück. Naja, was hast du denn erwartet bei der? Naja, eben drum. Das war ja, ne? Das ist ja der Spaß an der Sache. Wo ist denn jetzt hier? Du bist jetzt gerade hier in der Liste. Also es haben viele Leute gelacht, Frau Schnubulz. Ja? Null lustig. Ja, ihr habt auch alle keinen Humor. Ist okay. Die anderen 30 Leute, die gerade LOL geschrieben haben, die haben es verstanden, danke. Die haben gelacht. Ist okay. Ja, okay. Spaß. Wir können trotzdem die Dings durchgehen. Wer gewonnen hat. God of War, ja. Platz 1. Red Dead Redemption 2 und Spider-Man auf jeweils 2 und 3. Macht auch Sinn. Eigentlich nicht. Wir haben dieses Jahr eigentlich gar kein Horizon Zero Dawn drin. Worüber ich froh bin. Also ich hatte mir Sorgen gemacht, muss ich zugeben. Ich habe schon gedacht, dass da etwas sehr, sehr stark polarisiert. Aber nee. Sieht gut aus. Ja. Ja, es... Was war euer liebstes Horizon Zero Dawn dieses Jahr? Das Bild. Mhm. Ich habe tatsächlich letztens Horizon Zero Dawn angefangen zu spielen. Oh. Was ist passiert? War im Sale und ich wollte es die ganze Zeit schon mal spielen, weil ich dachte, ja, die Leute müssen ja irgendwie... Ich saß hier letztes Jahr genau so hier, nicht hier, sondern jetzt hier im Stream. Und habe gesagt, oh, wenn so viele Leute dieses Spiel so gut fanden, dann sollte ich das mal spielen. Und ich habe es angefangen. Ich habe immer noch das Gleiche zu sagen. Die Gesichteranimation in diesem Spiel ist zum Kotzen. Und ich halte immer noch nichts davon. Aber es drückt einfach die ganze Zeit nur auf die Tränendrüse. Ich habe das Gefühl, sie explodiert gleich in Tränen. Aber gut. Stattdessen explodieren Roboter. Ja. Und sie weint die ganze Zeit. Die ist halt traurig. Ich meine, die Welt ist untergegangen. So, willst du da happy haben, oder? Ja, mein Gott, alle anderen. Ach. Hey, Leute, ist alles cool. Die Welt ist untergegangen. Wir können auf Roboter reiten. Everything is fine. Woo, peace, yo. Das ist auch die einzige interessante Sache an der ganzen Geschichte. Also, die Story ist halt gut an sich. Und mich interessiert so die Story, was im Hintergrund passiert ist. Und du erfährst ja relativ am Anfang, das spielt in der Zukunft und alles ist halt irgendwie untergegangen. Und du kommst ja als Kind da in dieses Büro oder was das da ist. Und der Spoiler. Lernst dann halt. Was? Nee, ist gut. Spoiler nur. Das interessiert mich. Aber ich kann mit dem Charakter von Aloy, nicht Aloy. Aloy heißt sie. Kann ich einfach nichts anfangen. Die hat rote Haare, was willst du mehr, Mann? Mit dir. Also ich hab auch. Markus spielt Fallout 76, come on. Wer kann dich denn ernst nehmen? Ja. Der Char hat rote Haare.
Kann man machen. Ja. Aloy, genau. Hm. Okay. Genau deswegen nervt. Weil sie keine Bubis hat. Was ist nächstes? Wer hat das eigentlich entschieden, dass das hier reinkommt? Dass was hier reinkommt? Die nächste Kategorie. Was ist denn die nächste Kategorie? Kategorie. Das beste DLC 2018. Warum denn nicht? DLCs sind doch wichtig. Ich finde, wir sollten noch für nächstes Jahr eine extra Kategorie machen für Spiele, die wir immer noch spielen, aber dieses Jahr nicht rausgekommen sind. Also Spiele, die einen Wandel durchgemacht haben oder noch spielbarer geworden ist. Mhm. Ich warte auf die Antworten bei der Auswertung. Bester Ingame-Shop. Bester Lootbox-Moment. Ja. Also das stand ohne Scheiß, es hat sich jemand die Mühe gemacht und hat einen sehr langen Text in die Auswertung geschrieben. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Und da stand, also ich fasse das mal kurz zusammen. Was hat diese Scheiße hier als Kategorie zu suchen? Eigentlich sollten wir so eine Kacke gar nicht kaufen. Also so Warum? Ungefähr war das grob umschrieben. Weil die DLCs per se scheiße sind, oder was? Was ist denn das für eine Meinung? Das ist so eine Meinung wie... Ich war noch gar nicht fertig. Ach so, okay. Ich wollte mich schon aufregen. Nee. Weil das im Grunde genommen... Also so habe ich das verstanden, weil wir gar nicht mehr mittlerweile Spiele als vollen Titel kriegen, sondern immer nur so häppchenweise. Und deswegen ist das ja in der Form, sind DLCs per se nicht immer schlecht. Das stimmt nicht. Es gibt super gute DLCs. Siehe Witcher zum Beispiel. Da sind ja großartige Sachen rausgekommen. Aber im Grunde genommen ist ein DLC eigentlich nichts Cooles. Ja, wenn du immer nur das Schlechte darin sehen möchtest, dann ist es tatsächlich nicht das Coole. Du könntest es aber genau andersrum sehen und darin die Chance sehen, eben wie Witcher 3, gute Sachen nochmal fortzuführen und dann dich darüber aufzuregen, dass halt manche Entwickler darin eben auch wiederum was sehen, wo sie Gewinn draus schlagen können und Spiele eben nicht fertig rausbringen können. Das ist natürlich ein Scheiß-Move, ein Spiel erst zu Ende zu entwickeln und dann zwei Sachen rauszuschneiden, die eigentlich da reingehören und dann erst als DLC weiterzuverkaufen. Ja, aber diese Spiele gehören dann, finde ich, auf andere Listen und nicht hier rein. Es gibt aber auch dann Sachen, die sind komplett zu Ende rausgebracht und kriegen dann nochmal ein DLC, was sehr, sehr gut ist. Und dafür ist eben die Liste. Also man muss nicht in allem immer nur das Schlechte sehen, finde ich. Sonst könntest du auch anfangen und sagen, ja, was war die beste Spiele-Fortsetzung des Jahres? Ja, Spiele-Fortsetzung, die Leute lassen sich ja gar nichts mehr einfallen. Schon wieder ein God of War dieses Jahr, statt einfach mal was Neues rauszubringen. Ja, mein Gott. Hey, God of War ist ein schlechtes Beispiel, weil God of War haben sie neu erfunden. Ja. Das ist ein schlechtes Beispiel. Witcher 3, stand auch eine 3 dran und nicht... Witcher 3 war im Grunde genommen auch eine Neuerfindung im Gegensatz zu 2. Zählt auch nicht. Eben. Es gibt Publisher und Entwickler, die kriegen das sehr, sehr gut hin, Spielefortsetzungen mit Sinn zu machen. Natürlich gibt es Publisher und Entwickler, die es halt kacke machen und die darin einfach nur noch den Gewinn, die Gewinnmaximierung sehen. Aber deswegen sitzen wir ja nicht hier. So. Sondern wir sitzen ja nicht nur hier, um zu meckern, sondern wir können Natürlich uns nicht. Ja auch mal daran erfreuen, dass Leute Spiele immer wieder rausbringen und sie verbessern. Und mir eine neue Story rausbringt, zum Beispiel Hitman. Auch ein gutes Beispiel. Da war kein DLC. Ja, mir geht es jetzt um die Spielefortsetzung. Naja, gut, da haben sie ja jetzt im Grunde genommen wenn wir ehrlich sind, haben sie sich ein bisschen verschlechtert. Und verschlechtert im Sinne von, also sie sind einen Schritt zurückgegangen. Sie haben dir zwar das, was du in Hitman 1 hast, mit ein paar neuen Mechaniken gegeben, aber sie haben sich trotzdem zurückentwickelt. Ja, ja, also es war Hitman 1 mit neuen Leveln. Ja, nur noch ein bisschen schlechter. Und es hatte Hitman 1 als DLCs noch mit dabei. Ja. Ja. Als Legacy. Trotzdem war es ein gutes Spiel. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja, natürlich, klar.
Das hat ja auch keiner behauptet. Was ich auch gerade gelesen habe, ist, es gibt ja zwei Bezeichnungen. Es gibt das Wort DLC und das Wort Add-on. Für mich sind Add-ons Spielerweiterungen, also komplette Level, die dazukommen und so. Und DLCs meist kosmetisch. Zusätzliche Sachen, die draufkommen. Aber eigentlich meinen wir Add-on, oder? Das Beste. Wird heutzutage als DLC verkauft. Add-ons ist eine Sache, ist eine Bezeichnung von früher, als du ein Spiel gekauft hast auf CD und dann dafür ein Add-on für 20 Mark rauskam oder 30 Mark und du bist in den Laden gegangen, hast dir das gekauft, aber brauchtest das Grundspiel. Es ist das Gleiche, ja, aber das geht heutzutage alles unter der Bezeichnung DLC raus. Das nennt ja heute keiner mehr Add-on oder Erweiterung. Also ja, gibt's Leute, aber eigentlich. Habe ich tatsächlich dieses Jahr nur zwei gespielt und das war von Graveyard Keeper, das Breaking Death, da kam was dazu. Und das habe ich zufällig, weil ich das Spiel noch nicht fertig gespielt habe und dieses Add-on ist erschienen. Da habe ich gesagt, okay, cool. Oder das DLC ist erschienen. No Man's Sky. Die Multiplayer-Erweiterung, die dann endlich dazu gekommen ist. Das habe ich das Spiel mal angeschmissen. Ansonsten ist für mich... Dann Free-DLC. Die waren kostenlos. Ja. Ansonsten ist für mich ein ganz großes Problem, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, zum Beispiel Assassin's Creed Origin. Ich fand das großartig und ich habe mega viel Spaß damit gehabt. Aber auch den Season Pass und somit den Zugang zu allem, was dazu gekommen ist. Wenn dann alles erschienen ist, bin ich so lange, hör auf den Kopf zu schütteln, ich mag das. Nein, es geht nicht um Assassin's Creed. Nee. Dass du Spaß hast, finde ich, nee, es geht nicht um Assassin's Creed, alles gut. Es war was anderes. Es ist für mich, ich spiele es da nicht mehr, weil ich so raus bin aus dieser Welt. Ich habe noch nicht mehr, und ich habe Horizon gerne gespielt. Und ich habe, als es vorbei war, habe ich so ein bisschen... Ich hatte mich für nichts anderes mehr richtig begeistern können, weil mir das Spiel gefehlt hat. Aber als das DLC dann erschienen ist, war ich wirklich mit anderen Sachen wieder beschäftigt. Und es fehlt mir oft die Motivation, mich dann in diesen Content zu begeben. Ja, und ich habe gerade die ganze Zeit genutzt, zu überlegen, was ich an DLCs gespielt habe. Weil ich hätte als erstes gesagt tatsächlich gar nichts. Dann fiel mir ein, okay, No Man's Sky habe ich auch reingeschaut mit dem Multiplayer-Update, aber da habe ich halt festgestellt, dass das Multiplayer-Update gerade für Multiplayer nicht so toll ist, weil du halt nicht zusammen diesen Progress halt machen kannst und mehr oder minder ja alleine dann doch wieder looten musst, deswegen haben wir es dann im Multiplayer schnell gelassen. Ansonsten habe ich dasselbe wie du. Ich habe den Season Pass von Spider-Man, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe den Season Pass von Assassin's Creed, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe den Season Pass von Tomb Raider, ich habe es noch nicht gespielt. Du begibst dich in diesem Spiel auf eine emotionale Reise, schließt es irgendwann ab und fängst was Neues an und eine neue Beziehung mit einem neuen Spiel und dann wieder zurückzukommen zum alten Spiel, finde ich halt auch sehr, sehr schwer. Ja, Spider-Man fand ich halt wirklich gut, da möchte ich nochmal reingucken und prinzipiell vielleicht irgendwann, wenn wir alle da sind, auch von Assassin's Creed, weil es auch ein super Spiel war. Ich würde mir für meinen Geschmack lieber wünschen, das direkt im Spiel zu haben, dass ich es halt spielen kann, wenn das Spiel halt rauskommt und ich drin bin und gehypt bin und nicht erst einen Monat oder ein halbes Jahr später, wenn alles draußen ist, weil dann ist oft der Zug halt abgefahren. Das ist dann vielleicht für die interessant, die halt eine Game of the Year Edition kaufen und das Spiel erst ein halbes Jahr später oder so spielen. Ja, das Ding ist halt, dass das Zeug ja nicht gleich nach einem Monat erscheint, sondern es ist oft ein halbes, dreiviertel Jahr dazwischen. Da bin ich nicht mehr im höchsten Schwierigkeitsgrad des Spiels, wo ich gerade drin war und voller Euphorie. Ich kenne nicht mal mehr jetzt eine Taste von Spider-Man, wie ich irgendwas mache oder welche Items ich wo bei Odyssey anhatte, für welchen Build. Ich muss mich da komplett wieder reinfummeln, keine Ahnung. Ja. Und dazu fehlt mir dann oft, weil ich in diesen Spielen, das sind auch meistens dann Spiele, in denen ich schon 70, 80, 100 Stunden verbracht habe. Und das war toll. Und ich sage, ja, ich hole mir alle DLCs und dann spiele ich sie nicht. Und stimmt, oh ja, ich habe Geld ausgegeben. Ich habe mir für Sims, das Tier-Add-on geholt. Weil ich Sims 3 mega toll fand und die Tiere super toll fand. Hier. Fürs Dreier war es super, so. Fürs Vierer habe ich es mir gekauft. War für mich die Enttäuschung überhaupt. Das hätte ich mir. Habe ich mir mehr versprochen. Ja, das Tier-Add-on war auch kacke. Da gibt es bessere. Gebe ich kein Geld mehr für aus. Also mache ich nicht mehr. War mir eine Lehre. Ich hatte mich da mega drauf gefreut und war. Ich hatte gedacht, dass ich das so ein bisschen bekomme wie aus dem Dreier.
Und dann war das so. Okay. Zu dem Preis. Uff. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich damals Witcher 3 ein Jahr später erst gespielt habe, als alle DLCs schon draußen waren. Weil es wirklich so ein gutes Spiel war, da konnte ich einfach die 150, 160 Stunden, die halt alles an Content gebraucht haben, reinsinken. Und hätte ich es ein Jahr vorher gespielt und hätte dann noch auf die DLCs warten müssen, hätte ich es wahrscheinlich erstmal nicht angefasst. So wie zum Beispiel bei Zelda. Zelda hat jetzt kein gutes DLC leider bekommen, also Breath of the Wild. Aber ich habe jetzt Singleplayer-Spiele und Story-DLCs ist halt so eine Sache. Das ist genau das, was ihr eben gesagt habt. Finde ich, muss nicht sein. Da könnte man auch einfach einen Add-on in 2 Jahren rausbringen oder einen neuen Teil einfach daran arbeiten oder eben alles auf einmal rausschmeißen. DLCs machen, finde ich, bei Multiplayer-Spielen oder bei so Spielen wie Sims oder so zum Beispiel mehr Sinn, wo man wirklich mehr Content bekommt und einen Grund bekommt, es wieder zu spielen. Da hat man eben keine Story, sondern nur das Gameplay und darum geht's eben. Oder man macht diese Standalone. Das gab's Black Flag gab es zum Beispiel ein DLC, was erschienen ist, was auch als Standalone war. Oder bei Das Horizon-Ding war ja aber auch Standalone. Oder Last of Us. Ja. Frozen Wilds war Standalone, glaube ich. Bin dann auch mit Aloy. Nicht, dass ich wüsste. Ja, also auch mit Aloy. Ja? Ja. Ich habe gedacht, das wäre kein Standalone. Was wollte ich gerade sagen? Das habe ich gespielt. Das Spiel war 10.000 Jahre schon auf dem Markt. Ich habe die Komplett-Edition gespielt und habe mich gefreut. Bioshock war uralt. Und ich habe es das erste Mal gespielt. Und dann natürlich mit allen Add-ons und allem drum und dran. Mass Effect. Mit allem drum und dran spielen können, weil ich es vorher nicht gespielt hatte. Und das war großartig. Und so würde ich mir das eben wünschen. Oder sie machen eben was ganz, was... Ich hatte gerade noch ein anderes im... Oh ja, hier, Second Son. Last Light. Mhm. Da gibt es Last Light. Und das ist für mich perfekt. Es ist ein ganz eigenes Ding, wo du diesen neuen Charakter bekommst. Es ist besser als das Hauptspiel, das ist Tatsache. Finde ich auch. So würde ich mir das wünschen. Entschuldigung. Da hätte ich mehr Spaß dran als diese ins Spiel integrierten DLCs. Ich tue mich halt schwer nach einem Dreivierteljahr. Ich habe Dings noch immer noch nicht gespielt. Blood and Wine. Und dafür, ich liebe Witcher und ich habe es immer noch nicht gespielt. Weil ich nicht nur diesen, ich bin nicht mehr drin, ich will nicht diesen kleinen Abschnitt. Ich verstehe vielleicht manche Anspielungen gerade. Ja, doch. Es ist nicht direkt Witcher. Jetzt habe ich mir die Game of the Year geholt. Oder ich habe die schon länger da. Da könnte ich nochmal alle Trophäen machen und dann werde ich wahrscheinlich komplett in einem nochmal Witcher mit allen DLCs und allem drum und dran machen. Mike bei Zelda nehme ich jetzt auch. Spiel es nochmal auf super hart und dann irgendwann das DLC nochmal. Ja, aber tatsächlich, was auch der Chat sagte, das ist vielleicht eine Idee oder ich weiß nicht, wie die es aufnehmen, ob die Industrie oder die Hersteller sagen, okay, die Leute kaufen es, ob sie spielen, ist uns letztendlich egal. Es kommt halt eben mittlerweile so viel, weil das halt eben ja ein Riesenmarkt geworden ist, die Spielindustrie. Es kommen so viele Spiele raus, dass es nicht wie früher ist, dass man sagt, ich habe eben ein Spiel im Jahr und wenn da nochmal was für rauskommt, spiele ich das Spiel halt eben nochmal oder kehre nochmal zurück, weil es kommen halt jeden Monat so viele Spiele raus, die einen vielleicht interessieren. Das ist halt mittlerweile halt schwer geworden, halt nochmal ein Spiel halt zu revisiten, wenn man halt nicht gerade der absolute Fan davon halt ist. Klar, wenn es dein Lieblingsspiel ist, kannst du auch jedes Jahr einmal Hitman oder so spielen, aber die meisten spielen halt vielleicht so wie ich ein Spiel halt einmal und gehen dann zum nächsten Spiel halt über. Sind echt Probleme, die wir haben. Ja. Zu viele Spiele. Ja, gut. Sind halt, ist halt so. Kann man nichts machen. Als ich 15 war, hätte ich mir sehr, sehr, sehr gerne DLCs für Ocarina of Time gewünscht. Oder als ich 11 war. Nochmal weiter zu spielen. Ich weiß nicht, wie häufig ich dieses Spiel damals angefangen habe nochmal, weil ich nochmal die Erfahrung haben wollte, ein Ocarina of Time zu spielen. Bis dann Majora's Mask rauskam.
Aber ja. Heute haben wir genau das Gegenteil. Keine Zeit, die DLCs zu spielen. Nein, es geht nicht um die Zeit. Es geht darum, dass ich komplett aus diesem Universum rausgerissen bin. Ja, darauf bezog sich das auch nicht. Hm. Das, was du sagst, habe ich jetzt zum Beispiel auch mit Xenoblade. Da ist auch ein Standalone-DLC rausgekommen, was quasi die Vorgeschichte von Xenoblade 2 erzählt. Mit Torna, Land of Torna oder City of Torna oder so. Komme ich auch nicht rein, weil mir der Bezug fehlt. Und ich habe schon extra vorher noch mal angefangen, das Spiel weiterzuspielen und habe noch ein paar Level gemacht und war richtig gut im Kämpfen und so. Und die ganzen Gameplay-DLCs, die sie reingebracht haben, waren auch sehr, sehr gut. Und ja, und dann kam halt Torna und dann hatte ich schon wieder keinen Bock mehr darauf. Also, ja. Es ist halt schwierig. Nee. Haben wir noch nicht. Hat jeder seins schon? Hab ich meins schon gesagt? Mein bestes. Oh nein, ich habe noch gar nicht gesagt, was mein bestes DLC war. Mein bestes DLC war eins, das schon letztes Jahr rauskam, aber einen neuen Patch bekommen hat jetzt vor ein paar Wochen und deswegen sehr, sehr gut ist für mich und ich spiele es jetzt auch wieder. Und zwar Horizons von. Nicht Horizon Zero Dawn, Horizons von Elite Dangerous habe ich mal wieder rausgeholt, weil das ein Content-Patch bekommen hat, also Horizons 3.3, glaube ich, oder so. Man kann jetzt, es hat ein neues Lichtsystem bekommen, also es sieht schöner aus. Die Mechaniken um das Mining herum und das um das Erkunden des Weltraums wurden komplett überarbeitet und haben viel, viel mehr Spieltiefe bekommen. Obendrauf, du ziehst jetzt halt los in Asteroidengürtel und ballerst die Asteroiden halt auf. Also du schießt da so Bomben rein und knackst die dann auf und fliegst dann rein und sammelst alles ein, was du dann rausgeschossen hast. Macht unglaublich viel Spaß und es macht tatsächlich endlich Sinn, mit Mining Geld zu verdienen. Ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe auch noch Battle for Azeroth tatsächlich raufgepackt, auch wenn mir der Endgame-Content nicht so viel Spaß macht. Das Leveln macht sehr, sehr viel Spaß. Also im Leveltechnisch in Battle for Azeroth hatte ich den größten Spaß seit Vanilla, glaube ich. Oder selbst das war nicht so gut wie das jetzt. Also, ja. Die beiden würde ich auf meine Liste packen. Haben sonst alle? Möchten wir zur Abstimmung? Ja, bitte. Ja, bitte. Lass uns das abschließen. Bestes DLC 2018 von euch gewählt ist Forsaken von Destiny 2. Wie gesagt, ich komme nicht so rein, aber ich habe von vielen gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll. Ich glaube, dazu kann keiner was sagen, oder? Ist Spider-Man gespielt? Auch keiner? Dann was? Nicht die DLCs. Ja. Also, und das WoW, war genau das Gleiche, was Sally vorhin beschrieben hat in Spider-Man. Ich war fertig mit dem Spiel und hatte keinen Bock mehr wieder neu anzufangen, sondern mit was anderem weiterzumachen. So, mich hat die Story interessiert, sehr gepackt, hat mir sehr viel Spaß gemacht in Spider-Man und alles, aber DLCs muss ich nicht spielen. Also das war Platz 2. Also Spider-Man The City That Never Sleeps ist auf Platz 2 von euch gewählt worden, aber ich habe auch noch nicht reingeguckt. Möchte ich irgendwann noch, aber keine Ahnung wann. Das ist wieder auf Platz 2 und was Slabby gerade genannt hat, WoW Battle for Azeroth ist auf Platz 3 von euch gewählt worden. Also so viel zu Add-on und bei WoW hat es noch niemand DLC genannt. Haben genug Leute offensichtlich verstanden, dass es doch DLC ist. Ja. Und man DLC auch für Add-on benutzen kann. Um darauf zurückzukommen, was vorhin im Chat stand. Chat. Wir werden hier nicht über Sprache streiten. Über Semantiken. Was? Ja. So. Was? Ja. Sollen wir eine Pause einlegen? Wir sind jetzt so mit der Hälfte durch. Mhm. Die Pause. 20 Uhr. Wir können
Zum Glück habe ich einen eingerichtet. Ja, wir können eine machen, ja. Können wir machen, ja. Es wäre ganz nett. Ich würde gerne mal durchatmen, weil ich habe mich jetzt gerade schon etwas zurückgenommen. Ich möchte nicht mehr, also ich möchte schon, aber ich glaube, das würde die Preisverleihung ruinieren. Also lass uns gerne eine Pause machen. Pipi machen. Pipi machen, ja. Pipi-Pause. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist nichts da. Ihr könnt euch selber Musiker machen. Wir haben da jetzt nichts vorbereitet an der Stelle. Also wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
Ja. So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Aha. Mhm. So, so. Ich habe mir noch ein Stück Schokolade geholt. Aha. Mit Nüsse. Du auch? Ja, ich hatte auch ein Kind unterwegs. Lass uns über Schokolade reden. Ein Kind? Ich habe Duplo Normal und Duplo Spekulatius. Ich habe ganze Haselnuss. Lecker. Ja, habe ich meiner Freundin geklaut, ist ihre. Ich habe Kekse, die meine Freundin gebacken hat. Oh, ich habe fast keine Kekse mehr. Hm. Ja, du brauchst eine Freundin. Nein, ich habe einen Mann, der hat Kekse gebacken, aber sie sind halt alle schon aufgegessen worden. Das ist das Schlimmste, das ist ganz, ganz selten. Oh, wie süß. Ist da dieses Zuckerstreusel-Zeug drauf? Mhm. Ich mag das nicht. Oh, ich liebe Zuckerstreusel. Auch so harte Zuckersachen zu beißen, mag ich nicht gerne. Voll gut. So richtig kalte Schokolade? Nur. Ach, na, das ist doch aber. Ist immer aus dem Kühlschrank. Ja, das meinst du denn, ist aber auch hart und Zucker. Oder meinst du das jetzt anders? Mhm. Es gibt so richtigen Kristallzucker als Streuselzeug auf solchen Sachen und das ist hart. Das knarrt an den Zähnen, das mag ich nicht. Ist wie Sand kauen. Fair enough. Du isst die Deko? Nein. Darf nicht. Weihnachten ist vorbei, esst die Deko. Was für eine Deko? Die Kekse oder? Nee, die keine Schoki. Ahnung. Die Schoki war Deko. Wo ist die doch? Ich will keine Merci. Nein, ich möchte gar nichts essen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe heute Sushi gegessen. Das war sehr lecker und mehr brauche ich nicht. So. Das ist ein perfekter Übergang, Slappy. Denn jetzt geht es darum, um die emotionalste und beste Story 2018. Und ich würde fast sagen, 2019 wird definitiv das Highlight, als Slapstick keine Schokolade essen durfte. Ich glaube auch. Sehr emotional. Die Leute... Also für mich persönlich ist das ein sehr emotionaler Moment gerade. Mhm. Ich fühle mit dir. Danke. Bitte. Was war denn für euch die emotionalste Story? Gibt's nur eins. Gibt für mich nur eins. Ein Spiel, was ich hintereinander 5-mal gespielt habe und auf so viele verschiedene Ereignisse gestoßen bin. Das ist Detroit Become Human. Hä? Aber ja. Du bist doch mehr so der Life is Strange Typ. Ja, absolut. War das nicht so deine emotionalste Geschichte dieses Jahr? Immer. Hm. Okay. War sehr emotional gerührt, als der Chat es mir vorgeschlagen hat, es als Schrottober-Spiel doch zu nehmen. Und als ich es kurz in Erwägung gezogen habe, haben die Mods schon gesagt, nein, bitte nicht. Und ich so, ich habe es aber geschenkt bekommen als Plusmitglied. Ich könnte den ersten Teil doch durchziehen. Ist eine leichte Platin. Ja, es wurde sehr emotional. Nein, es ist Detroit Become Human. Das war wirklich toll. Das war so ein ich hätte niemals erwartet, dass dieses Spiel mich so abholt, weil ich ja eben nicht, ne? Ich bin kein emotionaler Krüppel, aber es ist manchmal etwas schwerer, mich gerade Spiele, die darauf geeicht sind, mich da abzuholen. Aber das war wirklich großartig. Die Vielfalt hat mir gefallen. Der Sound hat mir gefallen. Es war ein tolles Spiel. War wirklich ein tolles Spiel. Also ich würde A Way Out nehmen. Ja. Hm? Ich würde A Way Out nehmen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich verbinde damit eigentlich nur gute Emotionen. Das war sehr schön. Hm? Bitcoin Farm. War emotional zumindest am forderndsten für mich. Ich habe nichts tatsächlich. Ich weiß, wann mich ein Spiel emotional berührt. Ich kenne dieses Gefühl und kein einziges Spiel dieses Jahr hat es geschafft, mich tatsächlich dahin zu kriegen. So, ich habe also ja, Detroit Become Human fand ich ein bisschen zu kitschig. Ehrlich gesagt, zu klischeebehaftet zumindest, die Story. Deswegen kann ich es da nicht reinhauen, auch wenn ich verstehen kann, warum man das da reintut. God of War, glaube ich, da kommt der emotionale Part noch. Würde ich vermuten.
Also, ich kann es ja nicht spoilern, ich weiß es nicht, aber ich gehe schwer davon aus, dass im nächsten Teil eher rumgeheult wird bei God of War. Und Way Out war mehr Spaß, auch wenn es ein emotionales Ende gab. Das wären die drei, die eher für mich am ehesten da reinkommen würden, aber nichts wirklich war jetzt so, dass ich sagen würde, oh, da muss ich ein Tränchen verdrücken oder so. Nee, keins. Ja, emotional heißt ja nicht immer unbedingt, dass man eine Träne verdrücken muss. Wie ein Schlosshund. Detroit Become Human, wie ein Schlosshund. Echt? Ja, mehrmals. Okay. War Wahnsinn. Oh. Mhm. War schön. Ja, ich schließe mich mehr oder minder Slabbys Meinung an. Tatsächlich bin ich halt eher der Gameplay-Typ und nicht so der Story-Typ. Wenn es dann halt eben ein Spiel geben sollte, wo halt die Emotionen oder die Entwicklung von Charakteren und deren Entscheidung halt im Vordergrund stehen oder standen, dann würde ich auch Detroit sagen. Das habe ich auch gespielt, Platin, und von daher auch sehr oft sehr viele Menschen sterben sehen. War halt schon ganz cool gemacht. Von daher würde ich sagen, für die Story halt Detroit. Was hat denn die Community gewotet? Das größte Emo-Spiel. Life is Strange. Jahre 2018. Ist tatsächlich Detroit Become Human. Verdient. Das war ein sehr gutes Spiel. Es war ein gutes Spiel, ja. Mhm. Das würde ich gar nicht bestreiten. Es zieht sich so ein Schema durch. Mit guten Spielen. Wow. Das ist mir dieses Jahr auch aufgefallen. Das, ne? Dann haben wir eine Kategorie. Dann erstmal haben wir noch einen Platz 2. Ach so, ja, stimmt. Der ist an God of War gegangen. Oder an Boy von God of War, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall an God of War. Und Platz 3 war tatsächlich auch, wurde von uns ja auch schon genannt, A Way Out. Ja. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Oh. Die nächste ist beste Grafik. Mhm. Eieiei. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was hatte denn für euch die beste Grafik dieses Jahr? God of War. Tatsächlich. Und da muss ich sagen, ich war vor 5 Jahren, bevor ich angefangen habe, glaube ich, zu streamen, war ich voll auf der PC Master Race. Bruder, PC, Alter, PCs sind viel besser, haben bessere Grafik. Schiene unterwegs. Und mittlerweile muss man sagen, die Grafik auf den Konsolen gefällt mir so viel besser als manche PC-Early Access-Titel, die halt rauskommen und einfach nur die Epic-Assets mit drin haben, schön aussehen, aber halt nicht wirklich was daraus machen. Ich habe in God of War auf der PS4 Pro halt nicht jetzt auf 60 Frames per Second bin ich da gegangen oder 30 oder wie viel man da halt hat, sondern wirklich auf Grafik. Und das Level an Details, die dieses Spiel einfach hatte, war genial. Und ganz im Ernst, heutzutage braucht man kein PC mehr unbedingt, um die beste Grafik anzeigen zu lassen. Das war vielleicht früher, als Crysis noch auf dem PC spielbar war, noch so. Wenn man da den 3000 Mark Rechner hatte und Crysis flüssig spielen konnte, ja, dann hatte man die schönste Grafik. Es hat sich heute offensichtlich viel getan und Grafik heißt nicht gleichzeitig, dass du die größte Power brauchst unbedingt, sondern Spieleentwickler und Engine-Entwickler sind mittlerweile ziemlich gut darin, einem die schöne Grafik mehr oder weniger vorzugaukeln durch viele Tricks. Genau. Ja,
möchte ich lügen. Du weißt, dass deine Freundin dich gerade gedisst hat. Ja. Ja. Das liegt nur daran, dass sie gestern glorios bei Smash, Mario Kart und Mario Party gegen mich verloren hat. Obwohl sie noch vorher große Töne rumgespuckt hat. Dass sie mich bei Smash abziehen wird. Also ich meine, ich habe ja nun nicht so eine, wow. Warte. I am the one that wants to be. Scheiße, ich kann das nicht. Aber du weißt, wie es weitergeht. Ja. Okay, sehr gut. Soll ich es nochmal machen und du haust rein? Mach mal. Okay, warte. Warte. I am the one that wants to be. Sehr gut. Danke. Großartig. Schön, Libby. War stark. Ich möchte das übrigens unterschreiben, dass man keine PCs mehr braucht, um gute Grafik zu haben. Und ich habe nicht so eine so ein Toaster wie Slabby. Also ich habe auch Maschine. Sag nichts gegen Waldemar. Was? Sag nichts gegen Waldemar. Puh, ja. Also bei mir kannst du durchtreten und die PC-Titel waren dies Jahr nicht so hübsch wie von der Konsole. Period. Fact. Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht. No way. Nee. Also alles das, was ich nominieren würde für die beste Grafik, kam dieses Jahr für die Konsole. Das war God of War, Red Dead Redemption, Detroit Become Human. Bam. Alles auf der Konsole gespielt. Ich meine, Grafik ist nicht so wichtig. Wenn man Indie-Titel spielt, ist man da nicht mehr so verwöhnt. Aber der Großteil kam auf übrigens. Auf welcher Konsole hast du Red Dead Redemption gespielt? Auf der PSP Pro. Okay. Ja, weil tatsächlich, ich habe eben auch überlegt, ja, die Grafik an sich und der Detailgrad und wie es gemacht ist, ist nicht schlecht. Aber wenn du andere Spiele gespielt hast, siehst du, dass es nicht so knackig ist. Dass es tatsächlich irgendwie verwaschen ist. Und das hat mich beim Spielen auch aufgeregt, dass es irgendwie schwammig ist. Keine Ahnung. Und da haben es andere Spiele halt deutlich besser hingekriegt. Sei es jetzt das von dir genannte God of War, Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey. Ich weiß nicht, was sie auf der PlayStation gemacht haben. Ob tatsächlich die Power der Kiste nicht ausreicht im Gegensatz zur Xbox. Ich fand's, ja, von daher nenne ich Red Dead Redemption in dem Ding halt nicht. Das ist da für mich eher so eine kleine Grafikenttäuschung und ich gucke jeden Tag heimlich ins PSN, ob da der 4K-Patch irgendwann dann halt kommt. Aber anscheinend kommt da halt nichts. Also ich finde, Grafik ist halt nicht mehr nur scharfe Texturen und hochauflösende Texturen und ja, aber komm, so. Die Tiere auf der PlayStation Pro sehen aus wie explodierte Sofakissen. Das ist fernab von realistisch. Persönlich nicht viel aufgefallen. So, ich habe auch, zum Beispiel guck dir Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch an. So, die Switch, ja, aber das, ist halt ein Poster. Die machen aber auch wirklich nicht Werbung mit fotorealistischen Tieren im Dschungel oder im Wald. Aber es ist trotzdem wunderschön. Ja, natürlich. Ich würde es trotzdem als eins der schönsten Spiele grafisch halt wählen. Das, klar, aber das ist ja auch ein ganz anderer Artstil. Ja, genau. Und also das geht trotzdem durch. Ja, gut, Red Dead Redemption ist halt mehr realistisch, ja. Aber trotzdem finde ich, Grafik ist halt mehr als nur Grafik. So, das, was früher als Grafik durchgegangen ist, das heutzutage was ganz anderes, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Also, wenn ich mich jetzt an die erste Stunde in Red Dead erinnere, muss ich sagen, da stand schon mal das Ständerchen, also. Ja gut, es mag sein, hast du es auf 1080p gespielt, irgendwie hochskaliert oder auf 4K, weil ich spiele auf einem 4K-Monitor eigentlich 4K-nativ, also nicht hochgesampelt und es sah halt eben nicht. Dann sieht es so natürlich aus. Kacke aus. Ja. Logischerweise. Und deswegen sollte man das ja auch nicht tun. Halt besser halt hingekriegt. Ja, natürlich, weil die ja das vorgelegt haben mit dem auch dein 4K-Patch, dann ist das klar, dass das dann logischerweise Kacke aussieht, wenn du ein Spiel hochsampelst, dass das wurstig aussieht. Also ich sag mal, ich spiele auf dem 1440p-Monitor, hab das da reingerammelt und also ich sag mal, die Fahne hat gestanden. Es sah wirklich gut aus. Die erste Stunde, wie gesagt, war so, hoho, hallo.
Vielleicht ist einfach dadurch, dass das bei dir dann hochskaliert, das sieht dann einfach kacki aus. Kann ja alles sein, hab auch schon alles erlebt. Aber, also es ist Fakt, dass die Xbox-Version, zumindest die Xbox One X-Version, besser aussieht als auf der PlayStation. Das ist allseits bekannt, glaube ich, und da brauchen wir uns auch nicht drum zu streiten. Ob es jetzt wirklich so aussieht auf der PlayStation, dass man sagt, okay, hätte ich mir Besseres vorgestellt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es auch noch nicht in 4K gesehen, also kann ich es jetzt nicht sagen. Ja, es ist halt, keine Ahnung, als kommt natürlich immer darauf an, auf welchem Monitor man spielt, auf welcher Größe, aber das ist das, was ich halt häufiger habe, wenn ich halt mal ein Switch-Spiel spiele. Du merkst halt, dass das nicht scharf ist, dass das halt eben ein bisschen verwaschen ist. Ja. Und du hast das halt eben, sag ich mal, bei Spielen von dieser Größe dann halt eben schade. Wie viel mal Pixel passen da rein? Viermal? Viermal Full HD in 4K? Ja, klar. Naja, ist das kein Wunder. Kannst ja mal 720p auf dem 1080 Monitor spielen. Da kotzt du Strahl. Da sieht das alles verwaschen aus. Das ist grundlegend so das Problem. Kannst der Monitor nicht sagen, dass du das dann runterdrehen kannst? Geht das nicht? Ja, aber trotzdem zoomt er dann ja quasi das Full HD auf meinen 4K Monitor auf. Das macht es auch nicht unbedingt besser. Ich müsste mir einen anderen Monitor hinstellen. Dann ist das doof, ja. Nun, Sali? Ist es, God of War, Detroit Become Human, Assassin, das waren so, das waren die Sachen, wo ich viel verweilt bin, wo man sich an Stellen hinstellt und dann einfach mal anschaut. Oh, es ist so schön hier. Wie ein Bildschirmschoner. Ja, das waren schon. Ich könnte mir jetzt gerade nicht ganz entscheiden, welches der drei mein absoluter Favorit ist. Kann ich mich nicht entscheiden. Es sind alle drei. So öffne er den Umschlag. Warten Sie kurz. Oh, ich hab's falsch rum. Ups. Ich hab's falsch rum in den Umschlag getan. Toll, jetzt singe ich dir ein liebliches Lied und du verkackst es halt, weißt du? Nun gut, öffnen Sie. Die fetteste Grafik, Alter, hatte. God of War. Oh! Es ist dieses Jahr sehr gut gemischt, ne? Es ist sehr gut gemischt dieses Jahr. God of War hat die beste Grafik. Mhm. Finde ich sehr gut, wie die Sachen ausgegangen sind. Ja. Aber dazu später noch mehr. Wir haben ja noch ein paar. Aha. Ja, wir haben sehr viele. Wir sollten mal in die Gänge kommen. Es ist halt doch schon um 11. Von Platz 2, Assassin's Creed Odyssey und Detroit Become Human auf Platz 3. Was mich da gewundert hat, dass tatsächlich Red Dead Redemption nicht dabei ist. Aber ja gut, für mich, ich habe es für mich ja begründet, warum es für mich nicht dabei ist, aber dass es auch für euch nicht dabei ist, fand ich halt interessant. Wie gesagt, God of War, AC Odyssey und Detroit. Mhm. Ja. Ja, da sind oft, also ich glaube, God of War und Detroit lesen wir viel heute. Forza braucht man eigentlich gar nicht mehr aufzählen, Leute. Forza ist seit drei Generationen, sieht hübsch aus. Ist wirklich so. Forza hat sich in meinen Augen nie irgendwie weiterentwickelt. Die sahen halt schon auf der. In Forza Horizon 2 sah die schon mega krass aus. Und ich glaube auch nicht, dass Forza Horizon sehr viele Leute spielen. Und deswegen wird es nicht gewotet. Weil das ist hier der Mehrheitsentscheid der Community. Also es war nicht, dass man vier Sachen irgendwie ankreuzen konnte, sondern das ist das, was die Community gesagt hat. Da war Forza auf jeden Fall, bei der Auswertung war Forza auch mit drinne, aber nicht wirklich nennenswert. Sechster Platz, oder? Ja, so in dem Dreh, glaube ich. Sechster, siebter. Ja. Sechster Platz. Ja. Nun, Rennspiele waren schon immer schön, weil Rennspiele eben den Vorteil haben, dass sie schöne Grafik mit nicht so viel Power darstellen können. Sie müssen keine schönen Menschen darstellen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Leute anguckst in Forza Horizon, wie die sich bewegen und wie die aussehen, ja, dann... Also ich meine tatsächlich in diesen Zwischensequenzen. Ne? Jetzt nicht die am Rand stehen, sondern die wirklich mit dir reden.
Sieht jetzt auch nicht so schön aus. Die Welt? Ja, wunderschön. Ja, so viel zur Grafik. Kommen wir zur größten Überraschung dieses Jahr. Was war denn für euch die größte Überraschung dieses Jahr? Assassin's Creed Odyssey. Habe ich nichts erwartet. Dachte, wird wie Origins nur vielleicht wieder schlechter. Nö, aber war halt deutlich besser und ein riesiger Schritt, und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, gleich wird der Chat wieder eskalieren, ein riesiger Schritt von Ubisoft in Richtung qualitativ hochwertigen Spielen, die so in Richtung Open-World-Erfahrung wie Witcher hingehen. Und es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Ich habe es durchgespielt, ich habe es auf Platin gespielt und jede Sekunde davon genossen. Also spielerisch, visuell, Sound, Vertonung, es war einfach gesamt ein cooles Game. Und das hatte ich halt eben nicht erwartet. Ich wollte es erst gar nicht spielen. Deswegen war es meine größte Überraschung. Ich habe eine Überraschung, die mich persönlich sehr überrascht hat, und das war Spooderman. Also damit gerechnet, dass Spider-Man tatsächlich so gut wird, wie es mir gefallen hat, habe ich nicht. Ich dachte, es wird nur so ein typische Film-Verspielung irgendwie, haben die Rechte dazu bekommen und jetzt machen sie ein Infamous Second Son, war, glaube ich, von denen war das, ne? War das die Firma? Der Entwickler? Der das weiß ich gemacht nicht. Hat? Meine. Das waren die gleichen Entwickler. Ich kann es auch gerade mit was anderem verwechseln. Auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte Spiel war Sunset Overdrive. Die meine ich, ja. Ich verwechsel Sunset Overdrive mit Second Son immer, mit Infamous. Ja, genau, Sunset Overdrive, genau. Und dann dachte ich, das wird halt so ein Spiel, Spider-Man ist halt gemacht für dumme Sprüche, für diese klassischen Dad-Jokes, die halt irgendwie so gekünstelt rüberkommen, aber sie haben es halt wirklich gut rübergebracht. Also es wirkte nicht so cringy, diese ganzen Sprüche, die er rausgehauen hat, sondern die waren tatsächlich teilweise witzig. Ich habe mich selber teilweise kaputt gelacht und damit habe ich eben nicht gerechnet. Das Spiel hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht zu deep reingegangen, also ich habe jetzt nicht die 100% geholt in Spider-Man, aber die Story habe ich durchgespielt, ein paar Nebensachen habe ich erledigt und es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war für mich so die größte Überraschung. Und was ich halt herausheben möchte, dass du halt sehr viel einstellen konntest. Ob du jetzt die Quicktime-Events machen möchtest, ob du die Rätsel halt lösen möchtest. Du konntest sie aktivieren, du konntest sie deaktivieren. Das heißt, du konntest es deinem Spielgeschmack anpassen. Und wo ich sage, und das würde ich mir wirklich in sehr, sehr vielen Games wünschen, brillante Idee, toller Fanservice. Du schaltest die Anzüge frei, die eine Funktion haben und die Funktion der Anzüge ist von dem optischen Aussehen losgekoppelt. Das heißt, du kannst dir einen Anzug anziehen, den du optisch geil findest, aber die Funktionen von einem anderen Anzug auswählen, finde ich brillant. Weil ich habe immer das Problem, ich spiele halt meistens oder versuche effizient zu spielen und nehme dann halt die Funktion, die halt cool ist und meistens ist das mit dem Kack-Aussehen und hier ist es halt voneinander losgekoppelt und du kannst es einfach so auswählen. Finde ich, es sollten sie in allen Spielen machen, absolut brillant. Und Gesundheit. Sally. Gesundheit. Hat Sally schon gesagt, was ihre größte Überraschung war? Man hört dich nicht. Ja, okay. Ich habe gedacht, ich habe vergessen zu muten, weil ich sofort Gesundheit gesagt habe. Dankeschön. Überraschung, ich muss zugeben, für mich war Darksiders 3 eine Überraschung. Ich habe nicht gewusst, dass das so in diese Souls-Richtung geht. Und eventuell noch Detroit Become Human. Weil in meinem Kopf habe ich mir gedacht, okay, das spielen wir einmal durch. Die Story haben wir dann gesehen. Und dann gehe ich. So. Ja? Und dass es dann doch so gewaltig wird, sodass ich es nochmal spiele und nochmal, um zu sehen, wenn du dich anders entscheidest und das so handelst, was dann passiert, war dann doch so meine Überraschung. Habe mich drauf eingelassen, was mir bei solchen Spielen eben manchmal etwas schwerfällt. Ansonsten bin ich nicht so überrascht gewesen. Ja,
weiß doch, was ich mir hole. Bin ich nicht so überrascht gewesen. Ja. Haben wir alle? Nee. Achso. Ich glaube, ich würde auch Detroit und The Way Out sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte bei Detroit eher so gedacht, ja. Und dann war es aber so, Und The Way Out war auch klasse. Ja, also die beiden würde ich auch hervorheben. Und Mutant war für mich dieses Jahr eins, oh Gott. Also Mutant war für mich das Ding dieses Jahr. Ja. Mutant war für mich das Ding dieses Jahr. Das kam aus dem Nirgendwo. Irgendwer hat geschrieben, hast du das schon angeguckt? Ich mir das angeguckt, ich so, Dann habe ich die Demo gespielt, ich so, what? Und dann habe ich es durchgespielt, so, Also Mutant war für mich das Ding dieses Jahr. Ja. Also auch Überraschung. Die Überraschung war definitiv da bei dem Spiel. Yep. Yep, yep, yep. Was hat denn allgemeine Pöbel, wollte ich gerade sagen, der Chat entschieden. Der Pöbel sagt, jetzt brauche ich eine Fanfare. Überraschung. Way Out. Ey. Überrascht mich nicht. Nehme ich auch nicht. Kann man auch da drauf packen, ja. Ja, definitiv. Ja. Großartig. Auf Platz 2 waren die Leute von Spider-Man überrascht. Also hier nochmal die Führung von A Way Out natürlich. Ja, Spider-Man auf Platz 2 wurde ja auch genannt von Slabby und geteilter Dritter tatsächlich Detroit und God of War. Punktgleich. Also prozentgleich, stimmgleich. Ja, soweit keine großen Überraschungen. Wurde ja mehr oder minder auch von uns alles so in den Raum geworfen. Keine Überraschung bei den größten Überraschungen. Ja. Doch, wundervoll. Ja gut, Assassin's Creed war nicht dabei, Feels Batman. Ach, die Entwickler des Jahres. Ist super einfach. Nicht Entwickler. Publisher. Publisher und Entwickler, ist mir scheißegal. Ich nehme die Jungs hier. Ich habe nicht ein einziges Spiel von denen gespielt, aber ich nehme die Indie-Sträuche. Ich nehme die Indie-Sträuche, die sind mega geil. Jetzt wissen wir auch, warum du da Zewa am PC stehen Natürlich, hast. Hier. Das waren das für mich mega. Das waren für mich dieses Jahr die geilsten Schnecken EU. Das ist jetzt muss ich überleben. Die Pixel Maniacs, Sluggerfly, Lupodium und dann ist da Backwoods, glaube ich. Die vier Entwickler sind da drin. Publisher, Entwickler ist mir scheißegal. Die haben definitiv eine Erwähnung dieses Jahr verdient, weil die einen Sie machen es irgendwie richtig. Sie machen so ein bisschen Rummel um ihren Namen mit sehr viel Spaß und nebenbei entstehen halt auch noch gute Sachen wie deren Spiele. Und das ist für mich definitiv ein Highlight gewesen. Und das sind für mich, ich streiche jetzt Publisher und sage Entwickler, das sind für mich die Entwickler dieses Jahr. Auf jeden Fall. Um mal was wirklich, wirklich sehr Positives zu sagen. Ich mag die echt gerne, die Jungs. Sehr, sehr gerne. Ich habe bei mir tatsächlich nichts stehen, auch wenn ich natürlich einen Favoriten hätte, aber für mich hat jetzt dieses Jahr kein Publish. Ja, doch, schon. Also klar hat Sony rausgeragt. So, Sony hat einfach die besten Spiele unter ihren Fittichen rausgebracht. So, ne? Kein anderes Unternehmen, selbst Nintendo hat das in einem Jahr, glaube ich, mal so geschafft, dass sie so viele gute Sachen, die so reingehauen haben, rausgebracht haben. Auch als Entwickler mit, unter anderem bei God of War. Ich habe kurz überlegt, ob ich Bethesda nennen soll, weil das dadurch gezeigt werden könnte, wie groß die Diskrepanz bei denen ist, wie gut sie als Entwickler sind und wie schlecht sie als wie gut sie als Publisher sind und wie schlecht sie als Entwickler sind. Aber das spare ich mir. Also. Ist von denen was rausgekommen dieses Jahr, was Gutes? Was? Ist dieses Jahr was gekommen von denen? Von Bethesda? Mhm. Ich weiß nicht, wann ist denn, Wolfenstein war letztes Jahr. Wolfenstein war letztes Jahr. Ja. Nee, dann nicht. Doom auch?
Nee. Dann kommt erst nächstes Jahr Doom. Also dieses Jahr. Ja, genau. Right. Dieses Jahr kommt noch Doom. Rage kommt noch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die DLC-Geschichte von... Add-on. Story-Erweiterung von Wolfenstein kommt. Dieses Jahr. Kommt nicht... Nee, Moment. Kommt nicht sogar Wolfenstein... Das ein Add-on? Ich glaube, es ist ein Add-on. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob da die, ob die, da, ich glaube, das wird wie Old Blood so eine Nummer. Mit den beiden Mädels. Ist das irgendwie Quad Bubis oder so? Mit keine Ahnung. Das ja, sind Quad Bubis, ja, das sind seine Töchter. Ja, nun. Also ich schließe mich an, was Slabby am Anfang gesagt hat und kann aus dem Chat zitieren. Wer in einem Jahr God of War, Detroit, Astrobot und Spider-Man rausballert, in Zeiten, wo alle Games of Service wollen, Einzelspieler, Singleplayer, abgeschlossen, fertig, nahezu fehlerfrei, Gratulation Sony. Sehe ich genauso. Ja. Ja, und das meine ich, Fresh Rider. Genau darauf wollte ich eigentlich hinweisen. Aber ich spare mir das. Pony. Mir würde auch jetzt gar kein anderer einfallen, ehrlich gesagt. Rockstar würde ich nicht zählen. Weil, also ich meine, ja, doch. Rockstar ist ja auch kein Publisher an sich. Naja, aus Entwickler und Publisher in einem, ne? Nö. Take-Two ist der Publisher. Take-Two? Ja, wobei ich, um da jetzt mal zu sagen, ich glaube, das wissen halt gar nicht viele, wo da der Unterschied ist. Deswegen kann man das halt schon als Rockstar, Entwickler, Publisher. Ja, es ist eigentlich Take-Two. Aber das steht halt nirgendwo, glaube ich, sogar drauf oder so. Da steht ja überall Fett-Dings drauf, Rockstar. Ja, CD Projekt Red hat dieses Jahr... mich begonnen zu sponsern, das stimmt. Die sind natürlich auch super tolle Entwickler. Ganz klar. Und auch Publisher. Wobei, stimmt, dieses Jahr ist sogar, dieses Jahr habe ich ganz vergessen. Thronebreaker war für mich auch eine richtige Überraschung. Thronebreaker habe ich gar nicht dran gedacht. Großartig, die waren auch, das war auch klasse, ja. Also ich meine, CD Projekt, Mann, das ist ja fast der letzte Haufen, auf dem man auf dem PC, ich rede jetzt von PC, noch Hoffnung setzen kann. Ist halt wirklich so. Also von den wirklich großen, schweren Jungs aktuell. Ubisoft holt ja gerade wieder auf. Ich will das gar nicht so eingestehen, aber die sind ja auch schon wieder auf dem positiven Weg. Mal gucken, wie lange. Naja, die Aktien sind alle dieses Jahr gecrashed. Also nächstes Jahr geloben sie alle Besserung. Dann wird bestimmt auch Diablo 4 rauskommen. Die schwitzen, glaube ich, ein bisschen, die Jungs. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Die machen einfach einen fetten Haufen drauf und grabbeln so richtig schön den Asiamarkt ab. Bringt ja genug Kohle. Egal. Ich würde, wie gesagt, die Indie-Sträuchchen nominieren, was das angeht, oder was heißt nominieren, aber wenn wir wirklich von Publishern reden, Sony. Gar keinen, müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Wer hat denn gewonnen? Der beste Publisher laut Community, laut Chat, ist in 2018 Sony. Ja. Wer hätte es gedacht? Hä, Spiel kann er gewinnt? Thronebreaker war ein Singleplayer. Der hat sich auch gar nicht so schlecht verkauft übrigens. War aber auch irgendwie Gwent-mäßig, oder nicht? Na klar. Das war quasi ein Add-on zu Gwent. Aber es wollte keiner spielen. Ja. Also ich meinte nicht das Jahr, sondern ich wollte jetzt nochmal ganz kurz zu Platz 2. Tatsächlich haben wir da dann Rockstar oder nennen wir es dann Take-Two, je nachdem. Aber Rockstar wurde halt eben auf Platz 2 gewotet. Geteilter dritter Platz, dann Ubisoft und Herr Nintendo. Prozentgleich auf Platz 3. Hm? Nintendo hat ja auch einen guten Job gemacht, all die Indie-Sachen unter ihre Fittiche zu bekommen, ne? Also jetzt nicht ja, so die Publisher-Seite. Da geht das Lob raus, aber dieses Jahr tatsächlich für die Switch eher mau. Nachdem das erste Jahr der Switch richtig stark war, war jetzt das zweite Jahr. Ja.
Eher nicht so, was Eigenproduktion halt angeht. Ja, das stimmt. Kommt diese Labo-Sache eigentlich an? Die Labo-Sache ist, nee, Kinder, ne? Ist Kinderkram halt. Aber es war ja auch von vornherein so angekündigt. Halt eher für 12-Jährige. Hast du sie nicht gekauft? Nein. Am Ende dann doch nicht. Wollte, aber dann, ja. Ja. Okay. Meine dann. Absolute Lieblingskategorie. Ich wünschte, ich könnte den. Dizzy's Lieblings. Ich wünschte, ich dürfte den Dings öffnen. Diesen Umschlag. Der ist mir mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Slappy, würdest du mir den Gefallen tun und Sally sagen, dass sie Slath sagen soll, dass Slath seine Lieblingskategorie endlich ansagen darf? Sally, kannst du Slath bitte sagen, dass er seine Lieblingskategorie ansagen darf? Slath, du darfst jetzt deine Lieblingskategorie ansagen. Freunde, emotionale Story. Combat-Systeme, Charakterentwicklung und das Ganze nicht in 15 Stunden abgeschlossen, sondern teilweise 50 oder gar 100 Stunden. Wir sprechen über JRPGs. Und da gab es einige gute und nicht Möpse. So gute. Vergiss und nicht die Anime-Titties. Waifus. Ja. Das einzige Genre, das mir noch die Boobies gibt. Waifus. Fangen wir doch mit Dizzy an. Was war denn dein Lieblings-JRPG? Ich möchte ganz nett und freundlich darauf antworten, I don't even give a shit about it. Das war noch ganz nett und ganz lieb gesagt. Na, ich habe mir dieses Jahr noch keins angeguckt. Ich gelobe Besserung. Aber ich würde ganz, ganz laut gerne Weeps schreien. Es ist raus. Super. Es war gut. Feels good, man. Aber was waren denn eure? Ich habe leider keins, muss ich zugeben. Also ich habe ein bisschen Octopath Traveler gespielt für mich. Aber es hat mich, also es gibt halt die JRPGs, die ich mag. Die haben die klassischen Kampfsysteme halt komplett, also damit haben sie gebrochen und geben mir neue, moderne Kampfsysteme, wie eben ein Xenoblade Chronicles 2, das ich dieses Jahr auch ein bisschen gespielt habe und es mir wieder Spaß gemacht hat. Es hat einfach unfassbar viel Tiefgang, dieses Kampfsystem. Einfach diese Anordnung dieser einzelnen Elemente, die du am Anfang machst und dann diesen riesen Damage-Output dann hinterher macht Spaß, aber es ist halt nicht dieses Jahr rausgekommen, deswegen kann ich es dieses Jahr nicht ja, könnte ich schon, aber möchte ich nicht, weil ich dafür nicht so viel gespielt habe. Ja, Octopath Traveler könnte man nennen, weil ich habe ein paar Streams geguckt, die Story zu verfolgen hat Spaß gemacht. Aber das Kampfsystem ist einfach mein the bane of my existence. Deswegen, nee. Also rundenbasierte Kämpfe, die klassischen, wie in früheren Final Fantasies, die ich kann die nicht abhaben. Deswegen, nope. Darf ich kurz meine Lieblingsantwort sagen, einfach weil ich es wieder witzig finde? Mit 1,3%, ja? Müll kommt nicht auf die Platte. Danke für den Vote. Da waren sehr viele Votes übrigens, die in die Richtung gingen. meins ist, ich muss zugeben, dass ich im Stream das gar nicht gespielt habe. Dragon Quest. Das habe ich mir gegönnt und das spiele ich für mich alleine auf der Couch. Und ja, ich habe nach dem Stream immer noch Bock auf Spiele und zocke das. Ich mag das sehr gerne. Das ist Dragon Quest. Ansonsten habe ich gar nicht so viele JRPGs dieses Jahr gespielt. Also das eine würde ich nicht dazu zählen. Und das ist für mich halt keins. Ja, Dragon Quest 11. Ja, dann öffne mal die Gerätschaft. Behandle ihn zärtlich, Slavy. Uff, oh ja, JRPGs. Oh ja, streicht drüber. Oh ja. Das beste Waifu-Spiel. Oh Gott. Oh, ja. Hatte noch nicht mal so viele Waifu. Aber obwohl. Teilweise. Das beste JRPG 2018 von dieser Community, diesem Chat.
deinen Zuschauern, Dizzy, gewählt. Octopath Traveler. Bäm. Übrigens, Labby, das mit den... wir noch dazu sagen, nach Recherchen und verschiedenen Schreibweisen war es dann tatsächlich punktgleich und prozentgleich auf den Nachkommastellen mit Dragon Quest 11. Also ist es mehr oder minder geteilter Erster. Das ist uns nur gerade noch aufgefallen. Aber von daher sind die beiden eigentlich geteilt. Slabby, hier noch ein guter Rat von mir an dich für 2019. Falls es mit Lou irgendwann zu Ende gehen sollte. Wenn du bei Frauen ins Regal pinkelst, ist das klar, dass das nichts mit Waifus wird. Okay? Just saying. In ihrem Regal, ich möchte sie nochmal sagen, stand ein Buch. Und dieses Buch lautete... Piss mich an. Nein. Wie hieß denn das? Ich habe schon wieder vergessen. Na hier, die nicht Twilight, sondern die noch schlechteren. Dr. Stefan Frank, Taschenbuch Edition. Was hast du gesagt? Buffy? Nein. Ach, Kacke, fällt mir nicht mehr ein. 50 Shades of Grey. BDSM-Geschichte. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey stand bei ihr im Regal. Also, das war mein Ehrendienst, in dieses Bücherregal zu pinkeln, den ich gebracht habe. Das war mein Dienst an der Menschheit. Außerdem war ich betrunken. Gut. Mit dieser wundervollen Geschichte gehen wir einfach in die nächste Kategorie, die sehr gut zu dir passt. Also besser, da ja Platz 1 geteilt ist mit Octopath Traveler und Dragon Quest. Mach das nicht kaputt, Markus, der Übergang war so gut. Nein, das ist, wir müssen das genießen. Obwohl. Ach, stimmt. Natürlich. Wir müssen deine Kategorie auskosten. Verzeihung, bitte. Ja, gut. Ich schieb's mal auf Mangel an Alternativen. Ni no Kuni 2. Ich lasse es mal so unkommentiert stehen. Und was mich dann verwundert hat, was dann noch gewählt wurde, und da bin ich schon bei den Game Awards ins nächste Universum getiltet: Monster Hunter World. Es ist ein RPG, das aus Japan kommt. Also. Ja, aber deswegen ist es kein JRPG. Es ist ein Action-Rollenspiel im besten Fall. Ja. Also ich meine, deine Definition, die du vorhin gegeben hast, bevor wir angefangen haben zu streamen, Markus, ja, da wäre alles ein JRPG gewesen. Alles. Ja, ja. Kannst du die nochmal wiederholen? Weiß ich nicht, was habe ich denn gesagt? Ja! Emotionale Story. Entwicklungen. Entscheidungen. Nee, das nicht. Ganz vorhin. Weiß ich nicht. Das war wirklich ein Satz. Ja, eigentlich alles irgendwie so nach dem Motto, alles RPG. Alles, was länger als 50 Stunden geht, ist ein RPG so ungefähr. Irgendwas ganz Banales, weil ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, also wie gesagt, zusammengefasst, Octopath Traveler, Dragon Quest auf Platz 1, Ni no Kuni auf Platz 2, 3 und Monster Hunter dahinter. Ja, tatsächlich, aber wie auch schon gesagt wurde, war jetzt nicht so das JRPG, ja. So viel gab es halt nicht. Außer vielleicht dann noch das Add-on von Xenoblade, was man vielleicht wegen Standalone noch hätte nennen können, aber es hat, ja, keiner gespielt. Ja, die Überleitung ist kaputt. Gehen wir zur Enttäuschung. Das ist Pipi-Farben, der Umschlag. Die Golden Shower des letzten Jahres. Nun! Ja. Mein Bücherregal. Was war denn eure größte Enttäuschung? Darf ich gerade sagen, da ich viele. Weil es war gerade super aktuell. Ni no Kuni 2. Bei meinen Enttäuschungen ganz, 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 ganz weit oben. Ich habe den ersten Teil geliebt und fand ihn wundervoll. Und der zweite hat gut angefangen. Ich war begeistert und es ging mit jedem Tag, wo man dieses Spiel gespielt hat, wurde das weniger und weniger und es wurde enttäuschender und enttäuschender. Für mich war Ni no Kuni 2 die Enttäuschung des Jahres. Ja, ich weiß nicht, ob mir das Herz mehr zerrissen hat oder halt Red Dead Redemption 2. Also die beiden Spiele. Also das eine hat die linke Herzklappe und das andere die rechte Herzklappe zerrissen. Ich mach dir einen Termin bei meinem Kardiologen, der ist super. Ja, es war mein armes Herz. Und deswegen haben wir eben Enttäuschung und schlechte Spiele voneinander getrennt, weil eine Enttäuschung muss nicht unbedingt ein Kackspiel sein. Nee,
Muss es nicht. Deswegen habe ich eben auch Ni no Kuni 2 an erste Stelle gepackt bei mir. Dann Secret of Mana. Und da, also über die ersten beiden brauche ich, glaube ich, gar nicht großartig zu reden. Secret of Mana war jetzt auch nicht wirklich rausgekommen, sondern es war ein Remake. Aber ein gutes Spiel wie Secret of Mana zu nehmen und es halt so schlecht rauszuhauen. Habe ich mir gerade im Sale gekauft im PSN. Ja, viel Spaß. Mach's mir nicht madig. Viel Spaß damit. Und meine, ja, es ist eine Enttäuschung gewesen. Es ist bei weitem kein schlechtes Spiel. Das möchte ich damit nicht sagen. Es macht Spaß, die Zeit, die ich es gespielt habe, hat Spaß gemacht. Aber Jurassic World Evolution war für mich auch eine Enttäuschung, leider. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, auf das Spiel, das rauskam, wegen dessen ein Planet Coaster viel zu wenig Entwicklungszeit bekommen hat und viel zu wenig Content noch bekommen hat, obwohl es noch so viel mehr Content verdient hätte, weil sie eben diese 2 Jahre oder wie viel Zeit sie von Warner Brothers, glaube ich, war das, ne? Jurassic World ist, glaube ich, von Warner Brothers, weiß ich nicht, bekommen haben, um dieses Spiel zu entwickeln. Und es musste unbedingt raus, als der Film rauskam. Und das hat man eben auch gemerkt. So, es fehlte viel zu viel Content, es fehlte viel zu viel Balancing und es war einfach kein richtiges Spiel, sondern es war halt so ein Park, den man dann erstellen konnte und dann hast du irgendwie die ganze Zeit nur das Gleiche gemacht. Deswegen, wie gesagt, ich fand es auch gut, ich fand es nicht kacke, aber ich habe mir viel, viel mehr versprochen. Vor allen Dingen, nachdem ich so viel Zeit Planet Coaster gesteckt habe, so. Sea of Thieves. Das war ein richtiges Minus-Ding. Da war ich echt traurig. Das hätte ich, glaube ich, ein ganzes Jahr spielen können. Aber anstattdessen haben sie einfach nur einen Haufen Elend gemacht. Ja. Sea of Thieves. Und dann ganz dicht gefolgt von Red Dead Redemption 2. Ja. Die beiden. Über die anderen, naja, da müssen wir nicht drüber reden. Dass, wir haben heute schon, ich habe genug gerantet. Die Liste ist sehr lang. Aber vielleicht möchtest du ja gucken, was die Leute entschieden haben. Haben schon alle über ihre Enttäuschung gesprochen? Ja. Ja, ich glaube. Na dann, die Enttäuschung des Jahres 2018, von der Community gewählt. Fallout 76. Was für ein Wunder. Totenstille. Slash möchte gar nicht reingehen, weil es ja sein Lieblingsspiel gewesen dieses Jahr. Nein, ich kann mich noch vor 6 Wochen kann ich mich, doch ey, das macht richtig Bock, das ist richtig geil, das ist unglaublich gut und vorhin, boah nee, da alles scheiße. Ohne Witz, tatsächlich, ich habe auch immer in die Auswertung geguckt, was ich dieses Jahr stundentechnisch am längsten gestreamt habe und auf Platz 2 ist Fallout 76. Schäm dich. Und prinzipiell ja, ist es schon eine Enttäuschung. Ich habe da halt differenziert. Ich habe es ja tatsächlich in die Kategorie gepackt mit den schlechtesten Spielen. Weil schlechteste Spiele heißt für mich, dass sie halt broken sind, also technisch kaputt. Von dem Spiel war ich natürlich jetzt auch ein gewisses Maß enttäuscht, aber nicht so enttäuscht wie von den anderen, weil da hat man das halt eben nicht gesehen und es kam erst mit dem Spielen. Das heißt, ich konnte bei Fallout die Streams vorher gucken, ich konnte halt die Beta spielen und mir war im Endeffekt schon klar, dass es halt so ein bisschen halt wonky ist, dass es halt so halt kaputt ist. Keine Ahnung. Ja, ist schwierig zu beschreiben. Also aber ich hatte dementsprechend auch nicht so eine hohe Erwartung wie jetzt zum Beispiel an Ni no Kuni oder Red Dead Redemption. Deswegen ist es halt in dem Sinne keine Enttäuschung für mich. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn sich halt die ganzen Fallout-Fans halt eben drauf gefreut haben und kein Fallout 5 oder was auch immer bekommen haben, stattdessen halt ein Spiel, wo du halt online mit anderen Leuten spielen sollst, die ganze Zeit unsichtbar sind und Loot in Kisten packst, die voll ist. Das macht mit deinen Freunden so viel Spaß, Leth. Das macht so viel Spaß. Ja, du siehst sie halt nicht. Das ist quasi wie imaginäre Freunde.
Das ist voll gut. Platz 2, Sea of Thieves. Und Platz 3, Atlas. Also Piratengenre hat dieses Jahr auch nicht so gut abgeschnitten. Das ist ja perfekt für Ubisoft und Skull and Bones, wa? Ah ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Das bestimmt auch gut. Obwohl, ja, Ubisoft. Hat eigentlich schon mal jemand ein Spiel mit Comic Sans gesehen? Diese verrufte Schrift an? Guck mal an Atlas rein. Ist richtig geil. Die benutzen Comic Sans. Ist kein Witz. Im Ofen. Das ist noch dieses hässliche Grün immer noch wie in Ark. Mhm. Was ich immer noch nicht verstehe. Wie ja, es ist ja auch Ark. Ja. Aber dass sie nicht mal die Farbe ändern konnten von der Schrift. Slabby, jetzt pass mal auf. Jetzt erkläre ich dir mal eine einzige Sache, ne? Oder euch dreien. Ich hab's gespielt, ich mache es an. Ich bin ja schon kein Tutorial-Leser, ne? Und denk mir immer so, naja, so visuell oder ein gesprochenes wäre ja schon ganz nett. Jetzt kommt der Kracher. Ohne Scheiß, ich versuche das mal ungefähr an meinem Bildschirm, an meiner Kamera so festzumachen. Ungefähr so groß war das Tutorial-Fenster. Voll mit Schrift, Comic Sans, Schriftgröße 10, 10 Seiten Tutorial. Was du nicht stoppen konntest, was automatisch immer weitergegangen ist. The fuck? Das war das Tutorial. Nice. Very good game. Aber ich habe unglaublich viel Spaß. Gut. Fertig. Fand ich witzig. Wir kommen, wollen wir schon in die vorletzte Kategorie huschen? Ja, wir kommen zu den großen Sachen. Zu den wichtigen Sachen. Oh, ja. Das ist quasi, die nächste Kategorie ist erstmal AAA. Das beste AAA-Spiel des Jahres. Und ich würde einfach mal sagen, dass das unser Game of the Year dann auch gleichzeitig ist, mehr oder weniger. Auch wenn wir dafür keine extra Kategorie haben, weil es keinen Sinn macht, aber meistens ist das AAA-Spiel des Jahres auch gleichzeitig das Game of the Year, würde ich jetzt einfach. So, das würde ich mal argumentieren. Da könnt ihr auch gerne gegen argumentieren, aber ja. Was war denn euer AAA-Titel des Jahres 2018? AAA, so wie in Aloy. Ja, schnell, Sally, gehen die Kleenex aus. Keiner möchte. Okay, dann fange ich an. Mein AAA-Titel des Jahres war God of War. Es hat mich am meisten gepackt. Es hat mir am meisten Spaß gemacht. Und ja, bestes Spiel des Jahres. Meins. God of War. Würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Ich habe gerade überlegt zwischen Detroit und God of War, aber ich fand dann das dominante, röchelnde Boy besser als Computer Beep-Boop-Biepe. Boy. Boy. Ja, God of War. Das ist ein Screen Odyssey. Muss ich sagen. Hat mich mehr überrascht. Deswegen. Oh, das ist schwierig. Ihr habt zwei. Bei mir ist es God of War und Assassin's Creed. Und ein bisschen Detroit Become Human. Die waren halt großartig. Entschuldigung, ich weiß nicht, was gerade los ist. Die waren halt großartig. Das sind für mich die, die am meisten funkeln dieses Jahr, wenn ich mir nochmal so anschaue, was ich alles gespielt habe. Das sind meine Stars. Das sind die, wo ich gesagt habe, oh, bitte, lass es nicht enden, lass es nicht enden. Das ist so wundervoll. Ja. Spider-Man habe ich nicht gespielt. Den Reitsimulator habe ich auch nicht gespielt. Das sind so meine größten Sachen. Und ich kann mich nicht entscheiden, was ich da auf die Eins setze. Weil ich glaube, ich hatte bei
jedem dieser drei Spiele so wahnsinnig viel Spaß in so ganz anderen Richtungen. Und man kann ein Detroit nicht vergleichen mit einem God of War, weil es in eine ganz andere Richtung geht. Aber es hat mich komplett abgeholt, da, wo sie mich abholen sollten. Deshalb sind es genau diese drei, sind meine. Ja. Was hat denn die Community entschieden? Moment. Bestes Triple A des Jahres. Ist 2018. Trommelwirbel. Read it, boy. Boy. Yeah. Boy. Read it. War auch so gut bei den Game Awards, als die beiden dann auf der Bühne standen und er nicht den Briefumschlag aufmachen wollte. Da habe ich mich gefreut wie ein kleiner Junge. Uff, wieso? Ja, hast du das nicht gesehen? Nee. Die zwei Sprecher standen hier, der Tahil oder wie er in dem Film hieß. Ja. Und der kleine Junge, der den Jungen gesprochen hat, standen da und sollten auch einen Umschlag aufmachen. Und der Junge hatte halt den Umschlag dabei für den, weiß ich nicht, Preis für irgendwas. Ich weiß es nicht. Und dann stand er da. Und alle haben sich schon die ganze Zeit gefreut. So. Du hörtest schon die ersten Klatscher im Publikum und er guckt so runter auf den Jungen. Read it, boy. Oh, cool. Ah, ist so gut. Das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Jalk, genau. Das zweite war übrigens Red Dead Redemption. Dicht gefolgt von Assassin's Creed. Also was die AAA-Sachen angeht, wart ihr euch alle ziemlich einig, muss ich sagen. Ich meine, es ist unterschiedlich gemischt, finde ich, die Ergebnisse. Das fand ich dieses Jahr sehr schön. Das war wohl dann ein sehr ergiebiges Jahr. Aber es sind doch wiederkehrende Sachen dabei. Ja. War ein gutes Jahr für Sony. War ein sehr gutes Jahr für Sony, ja. Ich glaube generell, und um das jetzt mal für die Spiele so ein bisschen den Abschluss zu bringen. Also auch wenn ich dieses Jahr, ich persönlich sehr viel gemeckert habe über diese außerordentlich größeren Fauxpas, die passiert sind, muss ich ganz echt zugeben, jedes Mal, wenn ich das Revue passieren lasse, hatten wir doch schon ein sehr, sehr starkes Jahr, was Computerspiele angeht. Sei es drum, dass Sony einfach mal 4 Granaten rausknallt in einem Jahr und sich dabei einfach mal so die Finger putzt und mit einem verschmitzten Lächeln, glaube ich, dieses Jahr alles abgeräumt hat, was nur geht in der Rubrik. Und wir dieses Jahr auch unglaublich viele geile Indie-Titel gekriegt haben, die also zumindest bei mir in der Community nicht untergegangen sind. Die mir sehr viel Spaß gebracht haben und die mich doch spielerisch unterhalten haben. Und zwar mehr als ich mecker. War ein gutes Jahr. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf 2019. Mal gucken, was da alles kommt. Da ist auch einiges schon wieder angekündigt. Mhm. Ja, also tatsächlich, ich bin gespannt. Also am meisten bin ich gespannt drauf, wie sich die Gaming-Industrie allgemein weiterentwickelt. Wie gerade im Moment dieser, ich nenne es mal Trend oder naja, negative Trend Richtung Game-as-Service als keine fertigen Singleplayer-Games halt, sondern halt eben mit Online-Anbindung und Lootboxen, sei es jetzt für Cosmetic oder was auch immer. Und dass Sony da halt eben tatsächlich halt letztes Jahr so die Flagge dagegen gehalten hat. Jeder kann ja spielen, was er möchte. Und wenn er die Game as Service mag, na klar, spielt ihr. Ich meine, FIFA oder die ganzen anderen Titel wären halt nicht da in den Verkaufscharts ganz weit oben jedes Jahr, wenn sie halt keine Abnehmer finden würden. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwo halt schade. Und dass die Entwickler halt dementsprechend natürlich daran aufspringen, wenn sie Geld verdienen können. Na klar, es sind halt eben Firmen, die Geld verdienen wollen. Und wenn sie sehen, dass es halt bei FIFA und Co. funktioniert, kommt dann irgendwann auch so ein Fallout 76, die halt sowas dann mal versuchen und es dann nicht hinkriegen, was dann halt schade ist.
Oder bedenklich. Bin gespannt, wo die Reise hingeht in der Gaming-Industrie. Yep. Ein gutes Jahr wird die PlayStation auf jeden Fall noch haben. Und es kommen viele spannende Sachen dieses Jahr. Also vieles, worauf ich schaue, wo ich mich drauf freue. Jetzt gleich Anfang des Jahres, da ist jeden Monat ist ein großer Titel dabei, wo ich dolle drauf schaue. Bin sehr gespannt. Freue mich. Ja. Ja. Gibt viel zu streamen. Oh ja. Was uns zu der nächsten Kategorie bringt. Gute Überleitung. Der Streamer des Jahres. Content Creator des Jahres. Dafür das CC. Wen haben wir ins CC gepackt dieses Jahr? CC. Was denn? Schießen Sie doch mal los. Wer für mich Content Creator des Jahres ist? Jawohl. Das ist eine gute Frage. Ich habe viele. Ich hab wirklich sehr, sehr viele gewählt von der HCDC-Community. Ja. Ich habe dieses Jahr wirklich viele. Darf ich mehr nennen? Ja, oder? Klar, haben wir doch die ganze Zeit schon gemacht. Also ja. Ich habe einen Fotografen, der mir sehr viel beigebracht hat bei YouTube. Sein Name ist Evan Renft, glaube ich. Evan Renft. Oder Evan, ja, wartet mal kurz, ich guck noch mal schnell nach, das ist ja doch etwas unprofessionell, nicht wahr? Evan Renft heißt er, genau. Das ist ein super netter Dude, der lebt in Kanada und fotografiert sehr viel und rennt immer mit der GoPro durch die Stadt und filmt sich dabei, wenn er fotografiert, und das finde ich sehr, sehr cool. Macht auch einen sehr netten Eindruck und ist sehr bodenständig und macht unglaublich schöne Fotos. Und bringt halt den Leuten noch was bei dabei. Ja, wenn wir jetzt so an die Streamer gehen, dann, ich meine, das ist für mich gar nicht mehr so einfach, weil ich wirklich gestehen muss, dass ich in meiner Freizeit selber nicht mehr ganz so viel Streams konsumiere, außer jemand zeigt mal mit dem Finger auf einen Stream. Und ich gucke mir das dann an. Also könnte ich da, also ich könnte dort wahrscheinlich mir jetzt irgendeinen aus dem Arsch schneiden und irgendwen nominieren. Aber ich habe, glaube ich, dieses Jahr, 2018 ist für mich das Jahr der Dankbarkeit. Und ich bin sehr vielen Leuten dieses Jahr sehr dankbar, weil es war nicht ganz so ein einfaches Jahr für mich bis jetzt. Also es war sehr viel mit unglaublich viel Arbeit verbunden, um gewisse Dinge zu schaffen und nebenbei trotzdem noch so viel zu streamen, was eigentlich völlig bescheuert ist, Leute. Wenn ihr Sachen machen müsst irgendwann, wenn ihr selbstständig seid, dann streamt halt nur 6 Stunden anstatt 8 und macht 2 Stunden die Arbeit. Sonst macht ihr euch kaputt. Ich persönlich möchte... Und das ist wahrscheinlich sehr unerwartet. Ich möchte einfach Stay danken, weil ich immer wieder feststelle, dass der Mensch mir persönlich sehr viel bringt im Privaten. Was er öffentlich macht, finde ich an manchen Stellen auch sehr scheiße, aber das weiß er auch selber, dass er einfach eine große Fresse hat und manchmal sehr unüberlegt sich im Internet bewegt. Hat aber nichts damit zu tun, dass er mir persönlich im realen Leben schon sehr oft den Arsch gerettet hat und auch für mich da ist, wenn ich ihn mal brauche und andersrum auch. Und das ist für mich sehr, sehr viel wert. Das ist für mich eine Freundschaft, die ich sehr schätze. Und deswegen ist das auch einer mit der Content Creator des Jahres für mich, unabhängig von seinem Content. Und wenn wir das mal so ein bisschen auf Twitch beziehen, finde ich immer noch, und das kann ich immer noch nicht verstehen, ist Filmern einfach für mich eine Wucht. Filmern ist irgendwie super witzig, super... kreativ, aber kein Mensch, also sagen wir mal, kein Mensch im Sinne von populär. Filmern wird irgendwie leider nicht populär. Was mich wundert, weil Filmern doch ein sehr netter Mensch ist, ein sehr witziger Mensch und ein unglaublich kreativer Mensch. Und das stelle ich immer wieder fest. Und ich weiß nicht, irgendwie hätte ich schon immer mal Lust, was mit ihm zu machen. Also Filmern, falls du irgendwie Lust hast, mal... so ein Schlaflos bis in die Puppen zu machen und wir spielen was im Koop, können wir das gerne mal tun.
Brudi, wie du das immer so schön sagst. Ansonsten konnte... Was? Chop, chop. Und dann hätte ich noch eine Person, die mir auch sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Das hatte ich in meinem eigenen Stream auch gesagt. Er ist ein Content-Creator für mich, aber nicht für euch da draußen. Und das ist der gute Dazen, der hier sowohl den Plankenschnack als auch den meinen eigenen Channel mit allen möglichen Sachen versorgt, was Grafiken angeht. Und das aber ohne Wenn und ohne Aber und immer zack, zack. Sollte man auch mal sagen. Dankeschön an der Stelle. Und das war's. Das waren für mich die Content Creator dieses Jahr. Ja, da kann ich nur sagen, moin, moin, Alter. Moin, moin, Alter. Tillmann auf jeden Fall einer der besten Streamer Twitch Deutschlands. Wie du sagst, immer kreativ, lässt sich immer was einfallen. Bei dem hat man nie das Gefühl, dass er sich irgendwas bei anderen abgucken muss, um relevant zu bleiben, sondern der macht einfach nur den Stream an und ist er und das reicht so. Und dabei kommt immer irgendwas bei rum. Und wenn es nur nice Maymays sind. Der ist halt, ich glaube, so der einzige Grund, warum er noch nicht erfolgreicher ist, ist, weil er einfach noch wächst, also sich entwickelt persönlich. So, er ist halt noch nicht so der Allerälteste und für den Content, den er macht als Variety-Streamer, hat er vielleicht noch 5 Jahre Lebenserfahrung vor sich. Und wenn er die weitermacht, so wie er jetzt macht, dann wird er in 5 Jahren definitiv durch die Decke gehen in Deutschland. Also kann ich ihm nur empfehlen, wenn er denn zuguckt, weiterzumachen. Und zwar genau so, wie er jetzt ist. Ja, und er macht es ja auch nicht als Brute Force Vollzeit-Streamer, genau. Sondern er macht ja nebenbei halt eben noch was er halt eben nebenbei halt eben macht. Studieren, fertig machen und hoffen, damit noch was zu machen. Das heißt, für ihn ist das halt nur ein Spielplatz. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass er halt nicht mit irgendwelchen Balken, die er irgendwie voll machen muss, irgendwelche Sachen finanzieren muss. Ja. Locker, flockig aus der Hand macht er das. Das macht es halt eben so sympathisch, dass es halt eben so völlig ohne Zwang ist, wo halt viel mittlerweile Bait und anderes Kramzeug dann drin ist. Also nicht mal ihm. Aber ich muss echt sagen, wenn er so weitermacht, kann er mir echt bald den Buckel runterrutschen. Ne? Du streamst ja auch nicht mehr. Ja, eben. Das ist ja nicht so schwer. Ja. Ansonsten Bonjour, die dieses Jahr richtig reingeknallt haben und hätte ich auch nicht gedacht, aber mir sehr, sehr gut gefallen. Und alle Register ziehen, die man so ziehen kann. Und die machen das sehr, sehr professionell. Und haben auch den Erfolg, den sie verdient haben. Deswegen für mich quasi Streamer des Jahres 2018. Bonjour. Ja, da steige ich doch mal mit ein. Dann sage Filmmann, du bist klasse. Es ist immer eine Freude, dich zu sehen. Und ich schätze ihn wahnsinnig. Darum, ich hab 3 zu nennen. Für mich ist es Filmmann, wo ich mich jedes Mal drauf freue, ihm einfach beim Kochen zuzusehen, beim Reden. Das ist einer der wenigen, wo ich mir auch wirklich gerne mal Just Chatting also anschaue. Da bin ich wirklich, wirklich gern. Mein zweiter ist jedes, wenn er dieses Jahr online war, ist jemand sehr Kleines, habe ich mit Freude zugesehen. Das sind Streams, genauso wie sie mir gefallen. Ich finde die Stimme super und das ist Kalix. Der war dieses Jahr auch ein paar Mal mein Content Creator der Woche und ich freue mich. Wenn er da ist, ich schaue mir das gerne an. Er war da super kreativ, er beißt sich durch die Sachen durch, er spielt die Spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und er hat so viel Hintergrundwissen. Das ist einfach spannend dazu zu sehen und man ist gut unterhalten. Absolut. Und wem ich einfach sehr, sehr, sehr ansehe dieses Jahr, sind die Bieber-Brüder. Das ist Wahnsinn, was die dieses Jahr gestemmt und gekloppt haben und gemacht und getan, um sich das zu erfüllen, so wie es jetzt ist, sind das meine absoluten Content-Creator. So viel Fleiß, so viel Mühe. Da kann sich so mancher eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ja. Meine 3. Most Def. For Show.
Die Bibas auf jeden Fall immer wieder gut. Ja. Ja. Dann darf ich, muss ich? Du darfst. Darf man sich eigentlich selbst nennen? Oder, nee, ist nur arrogant, ne? Nee, dann hätte ich mich ja selbst genannt, hallo? Was ich dieses Jahr geleistet habe. Also vielleicht wäre es ja erlaubt, man weiß es ja nicht. Nein, tatsächlich, ich muss dieses Jahr jemanden nennen, weil ich sonst so oft die Chance dazu nicht mehr habe. Sonst und zwar, nein. Verprügelt werde. Nein, John Bain, Total Biscuit, hat mich sehr beeinflusst in dem, was ich halt im Internet an Videos und an Formaten gucke, mag und vielleicht auch selber produzieren will. Und ich vermisse ihn, er ist dieses Jahr gestorben, also letztes Jahr 2018 gestorben an Krebs. Mhm. Und er hat echt eine Lücke bei mir hinterlassen, egal ob es jetzt halt die WTFs waren, die er halt gemacht hat, die Streams, die er halt eben gemacht hat mit seinen drei Leuten oder kritisiert hat in der Industrie, wenn es in der Industrie was zu kritisieren gab, gelobt hat, wenn es was zu loben gab. Ja, wie gesagt, John Bain, wer ihn nicht kennt, ich habe hier den Link, also ich habe es auch eben vorbereitet. Ich haus das. Frau Biscuit führt es im Moment weiter, die ist aber auch leider mittlerweile an Krebs erkrankt. Also das heißt, eine sehr tragische Geschichte und vielleicht noch als Hinweis, bei ihm fing es tatsächlich mit leichtem Blut im Stuhlgang an und er war sich zu fein, zum Arzt zu gehen, weil es ihm peinlich war, dass da was geblutet hat. Wenn da Anzeichen sind, Freunde, geht zum Arzt, lasst euch untersuchen, macht nicht dieselben Fehler, hat er auch selbst gesagt. Von daher, Total Biscuit war echt ein cooler, schade, dass er so früh gehen musste. Ja, ohne den hätte es dieses Format hier wahrscheinlich auch nie gegeben, weil der eine sehr, sehr, sehr große Inspirationsquelle für uns war, damals, als wir angefangen haben. Sehr, sehr groß, ja. Der Co-Optional Podcast. Nun. Aber, wie hat denn die Community abgestimmt? Die HC Dizzy Community. Die HC Dizzy Community. Ja. Im Jahr des Dankes, wie er selber gesagt hat, der Danksagungen, Streamer des Jahres 2018, Damen und Herren, was? Ich habe mich gerade erschrocken. Entschuldigung. Also, ich meine, wir haben zugelassen, dass neben Streamern auch YouTuber und Instagram-Leute mit rein dürfen. Offensichtlich haben die Leute sich für einen Twitter-Account entschieden. Nee, für einen Reactor haben sie sich entschieden. Für jemanden, der nur reactet, der weiß nicht mal mehr, wie man Computer spielt, seitdem GTA offline ist. Wie könnt ihr mir das antun? Mit 0,5% oder so einer Scheiße. Ich habe 3 Jahre in Folge gewonnen. Jetzt muss ich das... Ihr verhöhnt mich. Okay, ich hatte aber auch kein gutes Jahr. Muss ich sagen. Ich habe mehr Geld verdient als Content created, um ehrlich zu sein. Und das ist nicht cool. Sagt man das so? Nee. Das drumrum. Zu Recht. Ich hätte auch mehr Content kopieren sollen. Hätte ich auch machen sollen. 3 Stunden Stream am Tag. Was für eine Scheiße, ey. Nun. So, wir können gleich ausmachen. Ehrlich, ist wirklich so, Arkek, wenn deine eigene Community einen anderen Streamer wählt, weißt du hast das Jahr verkackt. Dann weißt du hast das Jahr verkackt. Was für ein Hohn. Scheiße. Was ist, wenn du nicht mal in den Top 20 bist? Einfach unterhaltsam sein, das packt dich.
Ja gut, das ist nicht schwer, wenn man einfach irgendwelche YouTube-Videos anklickt und ständig Pause drückt und einfach nur einen dämlichen Kommentar dazu abgibt. Also grundsätzlich hast du recht. Mit eigenem Content ist das gar nicht so einfach. Was hast du jetzt gesagt, Slabby? Nix. Großartig. Wie war, also wollt ihr vielleicht noch ein paar Schlussworte loswerden? Freue mich aufs neue Jahr. War aber kein schlechtes 2018. Freue mich aufs neue Jahr. Mit einem Haufen Spielen, mit einem Haufen Spaß. Platz 2 und 3 haben wir vergessen. Oh. Aber ist eh unwichtig in der Kategorie. Ja, finde ich auch, weil die müssen wir nicht nennen. Also, können wir ausmachen. Platz 2 ist Sali. Zu Recht. Zu Recht. Platz 3 ist Dizzy. Ich muss ein bisschen lachen, Heiner. Ja. War kein gutes Jahr. Aber ich muss gerade mal ganz kurz mir ein paar Viewer organisieren. Wartet mal kurz. Mit Beef geht das, ne? Okay, gut. Let's begin. Das Feuer wurde entfacht. Hast du ihn rausgeworfen? Klar, was ist los? Das Feuer wurde entfacht. Wir sollen Content machen und interessante Dinge schaffen. Let's go! 2019! Herr Newstime guckt so. Ich hoffe doch, Herr Newstime wird angetwittert. In 2 Minuten. Kann noch irgendjemand, warte, ich hau noch einen Tweet raus. Stay gerade im Plankenschnack-Chat gebannt. @HerrNewsTime. Stay gerade im Plankenschnack-Chat gebannt. Was ist da los? Herr, wo ist er? Newstime. Na, ob das relevant genug ist, weiß ich auch nicht. Wir machen es relevant. Machen wir genau, das? Du musst ja noch sagen, Streamer des Jahres. Gerade gebannt. Oh, stimmt. Genau. Chat, es ist eure Aufgabe. Verbreitet die frohlockende Kunde. So. Scheiße, was ist passiert? Was schreiben die Ersten schon? Oder? Nein. Ich wollte schon sagen. Wollt ihr vielleicht noch ein Schlusswort finden? Also Sali ist Platz 2 und ich bin Platz 3. Du hast mich dieses Jahr überholt, Sali. Hast du fein gemacht, hast ein gutes Jahr gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also trotz dessen, dass du... Kann man das einfach so ansprechen? Ja, oder? Dass du ja Probleme hattest? Also, ja. Dass du ja Probleme hattest, mein lieber Mann. Da hast du aber ganz schön noch einen reingeknallt, dieses Jahr so gegen Ende. Hätte ich nicht gedacht, finde ich schön. Und was ich auf jeden Fall auch gelernt habe dadurch, und das möchte ich auch am Ende nochmal kurz sagen, um mein Schlusswort zu wählen. Es ist nicht immer vonnöten, jeden Tag 8 Stunden zu streamen. Man kann auch mal 3 Tage weg sein und wiederkommen und einfach mehr Energie haben und danach besseren Content abliefern. Man kann auch ein ganzes Jahr weg sein und dann wiederkommen. Und ja, du zählst nicht, Slappy. Du bist einfach so... Du musst erstmal anfangen. Du musst erstmal anfangen zu streamen. Du musst dein Badge erstmal verdienen, ja, was du da vor dir trägst. Aber danke, Sali, dass du mir das aufgrund dieses beschissenen Vorfalls auch gezeigt hast. So. Das hilft mir sehr. Ich bin dadurch auch wieder rausgegangen und habe die Welt so ein bisschen wieder durch die Kamera gesehen, was mir auch sehr hilft. Und Slappy, du alte Nudel. Alter Verwalter, ich muss ja sagen, die Trailer sind ja jetzt nicht gerade die höchste Qualität von uns, weil wir wahrscheinlich alle sehr beschissene Schauspieler sind, aber ich muss sagen, da hast du qualitativ mich abgelöst und hast eine sehr schöne Sache gezaubert. Also ich muss jedes Mal wieder lachen. Du bist zwar irgendwie trotzdem noch eine faule Sau, hast aber dich trotzdem in den Griff gekriegt, und machst so dein Ding. Das finde ich gut. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und Slav, du altes Moped,
keine Ahnung, was ich zu dir sagen soll. Das Ding ist ja so, du spielst JRPGs. Das ist ja für mich schon mal ein ganz großes Problem. So. Da weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bin trotzdem immer wieder begeistert, dass du so unfassbar viel über Computerspiele weißt. Das ist ekelhaft. Ich sitze manchmal da und denke mir so, wovon laberst du? Halt die Schnauze, das weiß doch kein Mensch hier. Und dann habe ich immer im Kopf, dass du irgendwie so ein Lexikon in der Hand hast. Und dann wird da immer draus vorgelesen oder du hast Texte schon vorgeschrieben. Also das ist wirklich eine Bereicherung für uns dieses Jahr und auch du hast ja wir hatten ja auch dieses Jahr schon eine Krisensitzung, die auch irgendwie komischerweise sehr erfolgreich war. Und du hast mir, obwohl diese gewissen Vorfälle dort passiert sind, also interner, mir auch gewissermaßen was beigebracht dieses Jahr. Und das machen nicht viele Leute. Oha. Ja, das machen nicht viele Leute. Aber das habe ich dieses Jahr auch mitgenommen von dir. Plankenschnack war 2018 sehr, sehr gut. Ich persönlich möchte das auch als erfolgreich abbuchen. Es war ein schönes erstes Jahr auf einem eigenen Channel. Es war ein schönes Jahr mit euch. Und ich freue mich auf 2019. Ich bin gespannt, was wir mit Plankenschnack, welche Version haben wir mittlerweile? 2.0? Vielleicht bringen wir eine 3.0 raus dieses Jahr. Mal gucken. 2.5? Vielleicht kommen wir ja dieses Jahr aus dem Early Access raus. Mal gucken. Ja, dafür müsstest du aber erstmal streamen. Dankeschön an euch da draußen für ein schönes 2018 im Plankenschnack. Wir sehen uns wieder. Demnächst. Mit mir. Sehr demnächst. Sehr demnächst, ja. Mit mir als Meckerkopf. Weiterhin. Tschüss. Dankeschön. Auf Wiedersehen. HDGDL. Ja, ich mach's auch einfach kurz. Kommen coole Spiele. Reicht. Ich habe noch gar nichts gesagt, aber okay, ich darf nichts sagen. Dankeschön. Also ja war schön wieder. Hier. Tschüss. Ja, ist ja gut. Ja, dann sag halt auch Gott. Noch was. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt mach hinne. Ja, hab euch lieb. Schaltet nächstes Mal bloß wieder ein. Das war's, jetzt will ich nichts mehr sagen. Tschüss. Von mir auch. Danke fürs nice Jahr. Entschuldigung. Ein Plankenschnack. Danke für alle, die nebenbei wir uns ja bald schon wie wieder. Immer gearbeitet haben. Und so weiter. Und weiterhin arbeiten werden. Macht Spaß. Gerne wieder. 5/7. Ist jetzt Ende oder nicht? Ja. Ja, na sicher. Nimm deine Patschhand hoch und fertig jetzt. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Sonntag. Diese Woche. Diese Sonntag. Woche. Schon wieder? Da muss ich schon wieder ein Video machen. Oh, zum Kotzen, ey, Mann. Ich hab keinen Bock auf euch, Mann. Können wir nicht einfach, kann ich nicht Sonntag mal frei machen? Kommt das denn? Nee, kannst du nicht. Schneid's schneller, Snabby. Ich wollte streamen Sonntag.